Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie herzlich willkommen und herzlich begrüßt zu unserer internationalen Konferenz Dealing with the Past. Diese Konferenz findet, wie Sie an dem Format schon sehen, ganz anders statt als gedacht und geplant. Unter normalen Umständen würden wir jetzt am Berliner Gendarmenmarkt in der Berlin-Brandenburgischen Akademie sitzen und uns auf zwei gemeinsame Tage voller Debatten, angeregter Diskussion und gemeinsamen Austausch einstimmen. Durch Corona ist dies erneut nicht möglich, sondern wir sind aus vielen Ländern und Kontinenten zusammengeschaltet, um darüber zu diskutieren, wie nach Krieg, Gewalt oder Diktaturen mit dem begangenen Unrecht und den Verbrechen umgegangen werden kann. Wie also Transitional Justice, Prozesse, und im Deutschen hat sich hierfür der Begriff Aufarbeitung etabliert, die Auseinandersetzung mit Transitional Justice so organisiert werden können, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit ein gewaltfreies Miteinander oder vielleicht auch Nebeneinander ermöglicht. Die Erwartungen an diese Prozesse sind immens hoch. Die Opfer erwarten Gerechtigkeit und Anerkennung in Bezug auf das, was ihnen staatlicherseits an Unrecht widerfahren ist. Aber nicht nur sie erwarten, dass die Verantwortlichen und Täter zur Rechenschaft gezogen werden, sondern weite Teile der Gesellschaft beobachten ebenfalls sehr aufmerksam, wie mit den Tätern und Verantwortlichen von einst umgegangen wird, ob über vergangene Taten der Mantel des Schweigens gebreitet wird oder ob es Versuche gibt, der historischen Wahrheit zur Geltung zu verhelfen. Die Legitimität der neuen Macht hängt in der Wahrnehmung von großen Teilen der Bevölkerung auch davon ab, wie mit diesen Fragen umgegangen wird. Und letztlich geht es darum, ob es einen politischen Willen gibt, individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen nach und Erwartungen nach Transitional Justice, nach Aufarbeitung, nach Recht und Gerechtigkeit zu entsprechen und wie dieser politische Wille letztlich aussieht. Dabei ist nicht unerheblich, wer sich was von einer Aufarbeitung der Vergangenheit erwartet und was das Ziel von Aufarbeitung ist. Für die Opfer und Betroffenen ist es die Suche und die Öffentlichkeitmachung der Wahrheit über das Vergangene, oft auch verbunden mit einer moralischen und faktischen Rehabilitierung. Dies bezieht sich vor allem auf diejenigen, die staatliche Gewalt erlitten haben. Für sie bedeutet Transitional Justice, Gerechtigkeit zu erfahren und dem Recht zu seinem Recht zu verhelfen. Für andere steht der Aspekt der Versöhnung mit der erlebten und erlittenen Vergangenheit und den beteiligten Personen und Gruppen im Vordergrund, um, wie es so oft heißt, ein gemeinsames Weiterleben, also eine Art friedlicher Koexistenz zu erzielen. Wir haben uns in Deutschland im vergangenen Jahrhundert zweimal mit diktatorischen Regimen, deren Folgen und dem dort begangenen Unrecht und den Verbrechen, den Verantwortlichkeiten, den Opfern, den Tätern und den Strukturen befassen müssen. Und während nach dem Ende der NS-Diktatur 1945 die vier Alliierten die juristische Auseinandersetzung und Ahndung der Verbrechen mit den Nürnberger Prozessen initiierten, wurden die Erfahrungen aus dem Umgang mit den NS-Verbrechen nach dem Ende der kommunistischen Diktatur, die unter sowjetischer Herrschaft im Osten Deutschlands errichtet wurde, zur Vergleichsfolie. Zur Vergleichsfolie, um die Fehler und Versäumnisse, die beim Umgang mit der NS-Vergangenheit und NS-Herrschaft in Deutschland gemacht worden waren, möglichst nicht zu wiederholen. Die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen in Deutschland ist mittlerweile zu einem Vorbild für Transitional Justice-Prozesse weltweit geworden. Und auch wenn wir uns die ersten Jahrzehnte anschauen, so müssen wir konstatieren, dass diese Aufarbeitung und Ahndung der NS-Verbrechen gegen eine unwillige Mehrheit der deutschen Bevölkerung durchgesetzt werden musste. Ralph Giordano, ein Überlebender des NS, hat diese Unwilligkeit und das verbreitete Beschweigen der Vergangenheit die zweite Schuld genannt. Davon zeugen auch die von Theodor Adorno Ende der 1950er Jahre konstatierte, verbreitete Verweigerung der deutschen Gesellschaft, sich Fragen von Mit- oder Täterschaft und Verantwortung zu stellen. Was wir in Deutschland nach 1990 versucht haben, immer wieder deutlich zu machen und in der Aufarbeitung zu berücksichtigen, ist, dass diese nicht nur ein juristischer Prozess ist, sondern viele gesellschaftliche und politische Aspekte zu berücksichtigen hat.
Das geht von der Sicherung von Beweisen, was zumeist Akten betrifft, über das Anstoßen und Ermöglichen von gesellschaftlichen Aufarbeitungsprozessen, die sowohl die Wissenschaft als auch die Bildung, das Gedenken und die öffentliche Erinnerung umfassen, bis hin zu Fragen von Mentalitäten und Langzeitwirkungen von Unrechtserfahrungen. Das deutsche Modell ist dabei nur eine Form, wie sich unterschiedliche Staaten und Gesellschaften oder auch Gruppen der Vergangenheit stellen können. Die Voraussetzung für eine gelingende Transitional Justice ist nicht nur eine gesellschaftliche Offenheit, sich diesen schmerzhaften und oft ins Individuelle hineinreichenden Fragen zu stellen, sondern vor allem eine starke Unterstützung aus dem politischen Raum, die nicht den Anspruch erhebt, parteipolitischen Einfluss nehmen zu wollen, sondern Unterstützung für eine starke, eigenständige, unabhängige, dezentral und regional agierende Akteure und Institutionen sichert. Wir freuen uns also, dass es gelungen ist, mit dieser Konferenz die Erfahrungen aus Transitional Justice-Prozessen aus verschiedenen regionalen, historischen und politischen Kontexten zusammenzuführen und ins Gespräch zu bringen. Quasi von unserer deutschen Warte aus gesehen, den Blick über den Tellerrand der eigenen Erfahrungen zu wagen und einzubringen. Ich wünsche uns nun allen zwei anregende, diskussionsfreudige Tage. Sie können uns gerne über den Chat oder per Mail Ihre Fragen übermitteln. Und ich freue mich nun auch, das Wort an Professor Eckel von der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen übergeben zu dürfen. Er wird uns mit seinem Beitrag »Der Ort politischer Systemumbrüche in einer globalen Geschichte der internationalen Ordnung des 20. Jahrhunderts« in das Thema der Konferenz einführen. Im Anschluss spricht er mit Harald Asel vom RBB Inforadio, der ihn dann auch ausführlich vorstellen wird. Ich begrüße Sie beide sehr herzlich auf dieser Konferenz. Bevor wir nun aber nach Tübingen zu Herrn Professor Eckel umschalten, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um den Kolleginnen und Kollegen aus unserer Stiftung, die diese Konferenz sehr aufwendig vorbereitet haben, zu danken. Das ist zum einen mal Dr. Grünbaum und Dr. Sabine Kuder als Leiter der Arbeitsbereiche mit ihren Kolleginnen Rebecca Eberhardt und Iris Bauer sowie Andres Wischnert. Ihnen gebührt der Dank dafür, dass trotz der widrigen Umstände diese Konferenz stattfinden kann und wir hoffentlich sehr interessante Diskussionen und ja auch mit der kleinen technischen Hürde, dass das alles online ist, angeregte Diskussionen haben werden. Und dafür, dass wir uns technisch hier auch wohlfühlen und miteinander kommunizieren können, trägt die Firma Audiosprint nicht nur die Verantwortung, sondern sozusagen in der bewährten Zusammenarbeit werden die das sicherstellen. Und auch dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Aber nun zu Professor Eckel nach Tübingen. Und Ihnen allen eine interessante Konferenz und einen ertragreichen Austausch. Vielen Dank. Den Veranstaltern dieser Konferenz dafür, dass sie ein so reizvolles Programm zusammengestellt haben und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, an Sie richte ich meine herzlichen Grüße. Die Ausgangsbeobachtung meines kurzen Vortrags besteht darin, dass Systemumbrüche im historischen Nachdenken über das 20. Jahrhundert eine besonders wichtige Rolle gespielt haben. Vor allem in der westlichen Geschichtsschreibung, aber nicht nur dort, ist dieses Jahrhundert eben sehr oft von den besonders symbolträchtigen Umbruchsdaten her gedeutet worden und begriffen worden, 1918, 1945, 1989, 90. Und in meinem Vortrag nun geht es mir darum, diese Vorstellung, die uns allen bekannt ist, zu hinterfragen und zu verkomplizieren, um dann anschließend auf dieser Grundlage einen Vorschlag zu machen, wie sich politische Systemumbrüche historisch einordnen lassen, wenn man die Geschichte der internationalen Ordnung aus einer längerfristigen Perspektive und aus einer globalen Perspektive in den Blick nimmt. Und das Ganze möchte ich in vier argumentativen Schritten versuchen. Damit können wir uns die nächste Folie ansehen. Der erste Schritt, den ich machen möchte, besteht in einer kurzen Reflexion
über das Verhältnis von Systemumbrüchen und historischen Zäsuren im 20. Jahrhundert. Und dabei möchte ich das Jahr 1945 näher betrachten. In der westlichen Geschichtsrepräsentation war lange Zeit die Vorstellung bestimmend, dass mit dem Jahr 1945 eine seit 1914 währende Epoche des totalen Kriegs und der damit verbundenen Massengewalt geendet und eine neue Epoche begonnen habe, die dann von dem Gegensatz zwischen kapitalistischer Demokratie einerseits und kommunistischer Diktatur andererseits bestimmt gewesen sei. Und für die europäische Geschichte erscheint diese Vorstellung, wie ich glaube, auch in vieler Hinsicht sinnvoll. Gerade für Deutschland etwa, wo der Sieg der Alliierten, die Befreiung der deutschen Gesellschaft vom NS-Regime ermöglicht hat, die sie selber nicht zustande gebracht hat aus eigenen Kräften und dann einen Weg, wenn auch schwierigen Weg eröffnet hat, zu einem demokratischen Wiederaufbau. Und auch wenn man etwa auf Polen blickt, scheint mir diese Deutung, diese Einordnung sinnvoll zu sein, aber auf eine andere Weise. Denn für Polen brachte das Kriegsende neben der Befreiung vom deutschen Besatzer zugleich eine neue Form der Unterdrückung, nämlich in Form der sowjetischen Herrschaft. Und wenn man auf die Gruppe der Ukrainer in Polen und auch jenseits der polnisch-sowjetischen Grenze blickt, so ergibt sich hier wieder ein ganz anderes Bild, denn für die Ukrainer, für viele von ihnen, war der Kampf noch gar nicht zu Ende. Gerade die Nationalisten kämpften weiter für die Aussicht eines ethnisch möglichst homogenen eigenen Staates, ukrainischen Staates, einen sehr blutigen Kampf, eine Option ukrainische Unabhängigkeit, die sich erstmals im Ersten Weltkrieg eröffnet hatte. Und dieser Kampf um die ukrainische Abhängigkeit war dann erst 1947 allmählich beendet. Wenn wir nun unseren Blick über Europa hinausrichten, so galt das Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Vietnam als ein Moment der Befreiung, aber nicht nur einer Befreiung von der japanischen Besatzungsherrschaft, sondern von der weit ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Kolonialherrschaft, in deren Kontinuität die japanische Besetzung gesehen wurde. Auf der Folie sehen Sie die Unabhängigkeitserklärung von Ho Chi Minh im September 1945, ein Sprechakt, wenn es jemals einen gegeben hat. Anders als in Westeuropa aber war in Vietnam dieser Moment schnell vorbei, da sich nahezu umgehend ein langwieriger Dekolonisierungskrieg anschloss, der vorläufig dann 1954 endete mit der doppelstaatlichen Unabhängigkeit, de facto aber wohl erst 1979. Und schließlich, als ein letztes Spotlight, in China war 1945 ein Krieg beendet, der japanische nämlich, der das Land bis zu 20 Millionen Menschenleben gekostet hatte. Ein anderer Krieg setzte sich dagegen fort, der Bürgerkrieg zwischen den Kuomintang und den Kommunisten, den diese dann erst 1949 für sich entscheiden konnten. Wenn man nun all diese Beobachtungen zusammennimmt, so zeigt sich, wie ich glaube, dass aus der Perspektive der Systemumbrüche das Jahr 1945 keine einheitliche Zäsur war, sondern eher ein multipler Einschnitt, der regional ganz unterschiedliche und sogar entgegengesetzte Bedeutungen haben konnte. Ein zweiter Ansatz, um über das Thema nachzudenken, und damit können wir die nächste Folie betrachten, wäre zu fragen, woher eigentlich die Prominenz dieser Vorstellung kommt, dass die Systemumbrüche so wichtig sind für eine Periodisierung des 20. Jahrhunderts. Und hier scheint mir deutlich, dass diese Prominenz jedenfalls in wesentlichen Teilen ihrerseits ein historisches Produkt des 20. Jahrhunderts war. Eine Art Verlängerung der Erlebnisperspektive in die historische Deutung, wenn man so will. Nicht nur, aber auch. Das ist, wie ich glaube, besonders gut greifbar an dem Gedanken, dass mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa um 1990 das 20. Jahrhundert geendet habe. Francis Fukuyama hatte diesen Gedanken in seinem Buch End of History von 1992 ins Extrem gesteigert, indem er erklärte, die Geschichte als solche sei nunmehr gleichsam an ihr inneres Telos gelangt. Von heute aus betrachtet erscheint das Buch
vor allem als ein Zeugnis des Unvermögens, des intellektuellen Unvermögens, andere Menschheitsprobleme als den Systemkonflikt wahrzunehmen, obwohl es sie die ganze Zeit gegeben hatte. Aber auch subtilere historische Interpretationen und komplexere historische Interpretationen teilten diese Denkfigur in einem entscheidenden Maße. Eric Hobsbawm erklärte 1995, das kurze 20. Jahrhundert, wie er es nannte, mit dem Kollaps der Sowjetunion für beendet. Denn mit dem Kommunismus schien für ihn eine historische Kraft nun verschwunden zu sein, die weite Teile der Welt nicht nur in Osteuropa maßgeblich geprägt hatte, gerade nämlich auch den demokratischen Westen, und zwar in Form einer systemischen Alternative. Und auch in anderen Jahrhundertdeutungen erhielten sich zumindest Relikte dieser Vorstellung. Und all das bezeugt, wie ich glaube, die intellektuelle Prägekraft einer Vorstellung, die letztlich eine zeitgenössische Vorstellung war, nämlich, dass der Systemkonflikt, dass der Kalte Krieg eine maßgebliche, letztlich sogar die maßgebliche Determinante der internationalen Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellte. Die nächste Folie bitte. Wenn man nun die jüngeren Forschungen, historischen Forschungen zur internationalen Geschichte einmal zusammendenkt, drängen sich indes andere Möglichkeiten auf, das Jahrhundert zu verstehen. Denn viele der für die internationale Ordnung prägenden Entwicklungen, wie sie sich uns heute aus einer globalhistorischen Sicht darstellen, folgten eben anderen zeitlichen Rhythmen als denen, die sich an Systemumbrüche banden. Und dafür will ich nur zwei ganz knappe, aber wie ich glaube bedeutende Beispiele geben. Der Aufstieg der USA etwa zu einer globalen Gestaltungsmacht begann mit dem dramatischen industriellen Wachstum des Landes am Ende des 19. Jahrhunderts. Bereits am Ende des Ersten Weltkriegs stellten die USA weltweit die stärkste Macht dar, wirtschaftlich, finanziell, militärisch, aber auch was die kulturelle Ausstrahlung betraf. Bevor dann die Entscheidung, dieses Potenzial nun auch in eine aktive weltweite Gestaltungsrolle umzusetzen, von der Roosevelt-Regierung im Zweiten Weltkrieg getroffen wurde. Und das war tatsächlich eine säkulare Entscheidung, denn alle weiteren Regierungen bis zum Ende des Kalten Krieges bestätigten sie bei allen Unterschieden und auch nach 1990 ging diese Gestaltungsrolle weitestgehend nicht verloren. Die beiden Fotos, die Sie hier sehen, sind auf den ersten Blick ein wenig plakativ zusammengestellt. Sie illustrieren eine Debatte, die wir gerade heute, gerade dieser Tage führen, über die Frage, ist Kabul Saigon, also gibt es Parallelen, Ähnlichkeiten im amerikanischen Rückzug aus Vietnam 1975 und dem Rückzug aus Afghanistan dieser Tage. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sinnvoll, auch historisch sinnvoll führen kann. Da müsste man zunächst mal eine ganze Reihe wichtiger Unterschiede benennen. Aber es gibt eben durchaus Parallelen in den Prämissen eines demokratischen Nation-Building, das die USA nicht nur, aber eben in erster Linie die USA seit Jahrzehnten schon immer wieder an verschiedenen Orten des globalen Südens versucht haben. Mein zweites Beispiel für solche langfristigen, das Jahrhundert prägenden Prozesse würde im Ende der Kolonialherrschaft bestehen, das sich in mehreren Schüben vollzog, dessen Beginn man ebenfalls auf das Ende des 19. Jahrhunderts datieren konnte. Im Gefolge des Ersten Weltkriegs dann gewann die Anfechtung der europäischen Kolonialherrschaft eine neue Qualität, vor allen Dingen mit der Entstehung nationalistischer Massenbewegungen, bevor sich dann die tatsächliche Erlangung politischer Unabhängigkeit im Kern so zwischen den Jahren 1945 und dem Mitte der 70er Jahre erstreckte. Auch damit war die Dekolonisierung allerdings nicht abgeschlossen, je nachdem, wie weit man diesen Begriff fasst. Die Folgewirkungen des Kolonialismus prägen die internationale Ordnung bis heute. Und auch die aktuellen Debatten, die wir gerade führen, über kulturelle und intellektuelle Dekolonisierung westlicher Gesellschaften bewegen sich mindestens in diesem Bezugsrahmen. Das sind nur zwei Beispiele, die darauf verweisen, dass das 20. Jahrhundert
nicht erst mit den geläufigen Zäsurjahren einsetzte, 1914, 17, 18. Und dass es sich plausibler von Phasen des formativen Wandels her begreifen lässt, als von politisch-systemischen Umbrüchen. Meine Beispiele verweisen dabei vor allem auf die Bedeutung des späten 19. Jahrhunderts und der 1920er Jahre als solcher formativer Phasen. Aber mit ihnen ist auch ein Gedanke vereinbar, der in der historischen Forschung der letzten Jahre eine große Rolle gespielt hat, nämlich dass auch die 1970er Jahre eine wichtige Scharnierphase in diesem Jahrhundert darstellen. Auch dafür möchte ich nur ein Beispiel geben, nämlich dass der Anfang vom Ende der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa sich eben auf die 1970er Jahre zurückführen lässt. Hier setzte eine ökonomische Abwärtsspirale ein, die sich letztlich nicht mehr aufhalten ließ. Hier begann sich eine neue Synergie herauszubilden zwischen innerer Kritik und internationaler Kritik. Hier begannen sich die osteuropäischen Gesellschaften so weit zu öffnen, dass sie im westlichen Lebensstandard ein erstrebenswertes Ziel erkannten. Und nicht zuletzt wurde hier die Reformergeneration politisch sozialisiert, die dann in den 1980er Jahren die politischen Entscheidungen treffen sollte. All dies bedeutet nun nicht, dass die politischen Systemumbrüche im 20. Jahrhundert bedeutungslos waren. Damit können wir jetzt auf die letzte Folie blicken. Das wäre sogar eine abwegige Vorstellung. Es bedeutet aber, neu darüber nachzudenken, wo denn der historische Ort dieser politischen Systemwechsel liegt. Und zu dieser Frage möchte ich abschließend drei Überlegungen zumindest andeuten. Erstens scheint mir wichtig, die Erfahrungsdimension von Systemumbrüchen zu betonen. Der reine Regimewechsel schuf oftmals zwar wichtige neue Rahmenbedingungen, war aber eben eingebettet in breitere, formierende Entwicklungen, die es mit sich brachten, dass die Gesellschaften ihr Leben nicht gleichsam auf einer Tabula rasa neu begannen. Doch im Erfahrungshorizont blieben eben gerade diese Momente des Umbruchs, diese Momente oftmals auch der Befreiung, lange nachwirkende symbolische Bezugspunkte. Dafür steht das Foto, was Sie hier auf der Folie sehen. Zweitens waren es wohl weniger punktuelle Systemumbrüche in dem einen oder anderen Land, die die internationale Geschichte des 20. Jahrhunderts prägten, sondern eher Schubphasen multipler Einschnitte, wie ich das genannt habe, also in ihrer Bedeutung unterschiedlicher Einschnitte, die sich aber in einem engen kommunikativen Austausch ereigneten. Für das Jahr 1945 habe ich das anzudeuten versucht, aber auch an den Entwicklungen um 1918 und um 1989 ließe sich das belegen. Drittens schließlich verweisen die Systemumbrüche auf die Bedeutung der schieren Ereignishaftigkeit für den Gang des 20. Jahrhunderts. Und hier möchte ich ein letztes Beispiel geben, bei dem es sich wieder um die Sowjetunion handelt. Denn Mitte der 80er Jahre war die Sowjetunion wirtschaftlich zerrüttet. Aber das Ende der kommunistischen Herrschaft hätte das keineswegs bedeuten müssen und auch niemand erwartete es. Dieses Ende wurde erst durch die Reforminitiativen der Politiker um Gorbatschow herbeigeführt und im Zusammenspiel damit durch die Art und Weise, wie zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure die Handlungsspielräume zu nutzen wussten, die sich nunmehr ganz plötzlich auftaten. Und damit bildet die Perspektive der Systemumbrüche, wie ich glaube, ein Korrektiv gegen zu stringente, zu stark determinierte historische Deutungen. Denn sie verweisen auf die Rolle der Kontingenz, sie verweisen aber zugleich auf die Bedeutung menschlicher Handlungsmacht in solchen übergreifenden Prozessen. Damit möchte ich mich an dieser Stelle schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, vielen Dank, Herr Eckel, für diesen wunderbaren einführenden Vortrag, der uns mal versucht hat, deutlich zu machen, was wir, wenn wir von Umbrüchen sprechen, alles damit meinen können. Wir sind natürlich auf dieser Tagung sehr stark auf der Suche danach, wie
Demokratisierungsprozesse stattfinden und dann möglicherweise auch Bestand haben. Aber wir haben eben schon gemerkt, dass auch parallel Dinge geschehen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich würde gerne noch mal mit diesem Dreischritt mit Ihnen ein bisschen genauer darüber sprechen. Wandel, Umbrüche und Zäsuren. Zäsuren ist ja das, was die Geschichtswissenschaft dann am Ende versucht deutlich zu machen. Und Sie haben ja klar gesagt, wenn man relativ nah, also unterhalb von 10 Jahren nach einem Ereignis bereits erklärt, was damit zu Ende ist, kann man nach 30 Jahren später schon ein wenig in die Irre gegangen sein. Gleichzeitig stehen Zäsuren aber auch nicht am Ende, weil die Umbrüche ja von den Menschen direkt wahrgenommen werden. Also diese langen Prozesse, die Sie erzählt haben, auch der Aufstieg der USA, wird ja zunächst sowohl von den Akteuren als auch von den, sagen wir mal, Erleidenden von Geschichte zunächst nicht so genau wahrgenommen. Welche Rolle spielen also Umbrüche auch zum Verständnis von Akteuren und Beteiligten? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Wichtige hier eine Unterscheidung ist, die Sie implizit jetzt, glaube ich, auch vorgenommen haben, nämlich die Frage, wie ein historisches Geschehen zeitgenössisch erlebt wird von denjenigen, die daran beteiligt sind, und der Art, wie es aus der historischen Perspektive anschließend eingeordnet wird. Und hier muss man, glaube ich, fairerweise sagen, dass Historikerinnen und Historiker jedenfalls, so wie ich das beobachte, dazu tendieren, Ereignisse, die als umschwungartig zeitgenössisch wahrgenommen werden, in der Longue Durée, in einer längerfristigen Perspektive, dann doch immer wieder ein bisschen einzuebnen. Ja, eben um die Gewordenheit dieser Situationen, die Bedingungen, die Voraussetzungen darzustellen und aber auch vielleicht gegen den Gedanken sich zu richten, als sei alles, was wir erleben, grundsätzlich neu, einfach weil wir glauben, die Ersten zu sein, die das erleben. Ja, das ist auch, glaube ich, ein ganz heilsames Antidot. Wir werden das vermutlich in Kürze mit dem 11. September, der sich ja zum 20. Mal jährt, mit dem 11. September 2001 auch erleben. Aber mir ist eben wichtig, dass, obwohl ich das teile und obwohl ich das wichtig finde für das historische Nachdenken über das Jahrhundert, auf einer anderen Ebene eben diese Umbrüche doch wieder ganz wichtig werden, weil sie im Erleben der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen so etwas wie Einschnitte auch im Rückblick noch bewirken. Und das ist im Grunde ja eine ganz wichtige Voraussetzung für das, was wir jetzt auch diskutieren wollen auf dieser Tagung, weil mit dem Akt eines Systemwechsels, und wir verstehen darunter ja im Grunde Wechsel zum Positiven, auch auf dieser Konferenz, sich neue Entfaltungsmöglichkeiten, neue Handlungsspielräume, neue Zukünfte auftun für die Handelnden. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen. Mein Potsdamer Kollege Martin Savo hat eine, wie ich finde, kluge begriffliche Unterscheidung getroffen, indem er von Erfahrungszäsuren und Deutungszäsuren spricht. Und meine These, meine unausgesprochene oder implizite These in dem Vortrag war zu sagen, wir müssen die Erfahrungszäsuren viel deutlicher und viel, viel, viel wichtiger nehmen. Und die haben vielleicht auch die größere Bedeutung als die rückblickenden Deutungszäsuren. Also wenn Menschen sagen, das und das war ungefähr der Tag, wo ich meine Angst verloren habe gegenüber der Staatsmacht, dann muss das nicht identisch sein mit dem Datum, das wir journalistisch und so weiter immer wieder erinnern. Das wäre sozusagen die individuelle Perspektive. Mir ist auch aufgefallen, dass Sie natürlich versucht haben, einen sehr neutralen Begriff zu verwenden, nämlich Umbrüche, weil sich darunter ja sehr viele Dinge fassen. Wir sind ja gewohnt, sagen wir mal, so traditionsbelastete Begriffe wie Revolution zu verwenden, Empathisches wie Befreiung oder natürlich auch Zielgerichtetes wie Demokratisierung. Sind denn diese verschiedenen Umbrüche wirklich in der Art, wie sie geschehen, so nah beieinander, dass man mit einem neutralen Begriff wirklich alle umfassen kann? Ja, ich glaube, nur mit einem neutralen Begriff kann man die alle umfassen. Ich glaube, ich hatte bewusst das polnische Beispiel gewählt, weil wenn man einmal 1945 darauf blickt, welche Menschen, welcher unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeit eigentlich sich in diesem Raum befinden und welche ganz unterschiedlichen Bedeutungen das Kriegsende für sie hat, dann wird das, glaube ich, gut sichtbar.
Wir können sogar bis zu dem extremen Beispiel von jüdischen Überlebenden des Holocaust denken, die noch nach der Befreiung der Konzentrationslager bei Pogromen ihr Leben verlieren. Das sind einige hundert, mit denen das passiert. Das heißt also, ich glaube, für ein, sagen wir mal, ein komplexes historisches Verständnis ist das Bewusstsein der Gleichzeitigkeit dieser ganz unterschiedlichen Facetten eines, und jetzt sage ich es wieder, Umbruchs, wichtig, weil wir nur so zu einem wirklich komplexen und facettenreichen Verständnis kommen können. Und das hat ja Konsequenzen bis hinein in die Prozesse der Aufarbeitung, der Restitution, der erinnerungskulturellen Gerechtigkeit, um die es ja auch auf dieser Konferenz gehen wird. Denn ich glaube, dann können wir uns nur dann annähern, einen Zustand, mit dem eine Mehrheit zufrieden ist, wenn wir diese verschiedenen Erfahrungswelten in den Blick bekommen. Nun sind das ja nicht nur verschiedene Erfahrungswelten einerseits, sondern wir blicken natürlich auch immer, wir versuchen auch immer normativ etwas herauszuarbeiten, was dann auch tatsächlich einen Umbruch, ich sag mal, historisch gültig werden lässt. Sonst könnte man ja sagen, gut, jede Form von Machtwechsel, sei sie militärisch, sei sie möglicherweise einfach zivil entstanden, die tatsächlich einen Wechsel des Systems bedeutet, ist in gewisser Weise gleichwertig. Wenn Sie gerade dieses 20. Jahrhundert anschauen, und Sie haben darüber gesprochen, wie sich ja Dinge überlagern und gegenseitig auch verstärken, wo sehen Sie da eigentlich möglicherweise doch Unterschiede zwischen einem, ich sag mal, reinen Wechsel von Machteliten und einer tatsächlichen Öffnung hin auch zu einer Partizipation von Gesellschaften? Ja, ich glaube, da gibt es ganz große Unterschiede. Und ich habe deswegen auch versucht anzudeuten, dass es mir nicht um eine, sagen wir mal, Einebnung dessen geht, was sich an Systemwechseln vollzieht. Das wäre, glaube ich, abwegig. Natürlich macht es einen ganz großen Unterschied für viele Menschen, ob sie unter einer faschistischen Diktatur leben, unter einer kommunistischen Diktatur oder in einer Demokratie leben oder unter kolonialer Herrschaft. Also das heißt, hieße jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn wir so weit gehen würden zu sagen, dass das letztlich irgendwie alles so ein bisschen das Gleiche ist. Ja? Ein großer Begriff erlaubt uns auch hier, die Unterschiede dann sehr fein und sehr differenziert herauszuarbeiten. Und ich glaube, wenn man unter dieser Perspektive auf das 20. Jahrhundert blickt, werden wir ganz große Unterschiede feststellen. Machen wir einmal den Versuch, die amerikanische Politik des Regimewechsels über das 20. Jahrhundert zu betrachten. Dann werden wir sehen, dass es da in Deutschland, aber auch in Japan nach 1945 eine ganz andere Art von, ich will mal sagen, Implantierung der Demokratie oder Reaktivierung demokratischer Ansätze gegeben hat, als man das dann im weiteren Verlauf des Kalten Krieges etwa, aber auch im Interventionismus der letzten 20 Jahre erlebt. Wenn Sie die Besatzungsplanung der Amerikaner im Irakkrieg oder nach dem Sturz von Saddam Hussein betrachten, dann erschauert man, weil man das Gefühl hat, das kennt man doch aus kolonialen Planungen des 19. Jahrhunderts, wo das Wissen um die Region, das Wissen um die politischen, sozialen Strukturen praktisch nicht vorhanden ist und in völliger Absehung von allem, was es an gesellschaftlichen Strukturen gibt, dort sozusagen auf dem Reißbrett eine neue Ordnung entworfen wird. Also da, denke ich, kommen wir zu ganz erheblichen Unterschieden in der Feinbetrachtung dieser Wechsel. Da geht natürlich jetzt auch der Zeithistoriker bis an die unmittelbare Gegenwart heran, was wir ja in diesen Tagen auch schmerzlich am Beispiel Afghanistan auch sehen können. Nun haben Sie darauf hingewiesen, also diese Umbrüche sind nicht einfach partiell in jedem Land für sich, sondern niemand ist eine Insel, alles ist in gewisser Weise miteinander verwoben. Wenn Sie vielleicht da noch mal zwei, drei Beispiele nennen können, wie auch möglicherweise über weite Entfernungen hinweg Impulse weitergegeben werden, wie Menschen möglicherweise dann auch den Mut finden, ihrerseits in ihrem Land Umbrüche mit zu befolgen. Ja, ich glaube, die Umbrüche, die Regimewechsel um das Jahr 1990, die letztlich sich in einem Zeitrahmen bewegen von mindestens 1975 bis 1994, die sind da ein besonders gutes Beispiel. Und
die historische Forschung ist gerade dabei, hier sehr viel an wechselseitigen Bezugnahmen, an Austausch, an Orientierung, an Vorbildern zu entdecken. In jede Richtung. So finden Sie etwa, dass die polnischen kommunistischen Eliten in den späten 80er Jahren sehr genau die spanische Transition nach Franco 1975 folgende studieren, weil sie glauben, dass die frankistischen Eliten es geschafft haben, sich weiter einflussreiche und unbehelligte Positionen im neuen System zu sichern. Das wäre eine Parallel oder eine Bezugnahme, die uns vielleicht überrascht. Aber ansonsten gibt es sind die gesamten osteuropäischen Dissidenten und Protestbewegungen ein ausgesprochen kommunikatives Phänomen. Da findet sehr viel Austausch statt, da werden Erfahrungen miteinander verglichen. Da gibt es auch Kontakte zur westlichen Friedensbewegung, die aber eher konfliktreich sind, weil die Friedensbewegung sagt, wir wollen vor allen Dingen, dass kein Dritter Weltkrieg ausbricht, deswegen stellt ihr, liebe Dissidenten, eure Anliegen doch bitte zurück, damit hier nicht eure Regierung auf die Idee kommt, vielleicht einen Krieg anzufangen. Schließlich gelernt wird auch in China. China lernt sehr stark aus der sowjetischen Perestroika, nämlich wie man es nicht zu machen hat. Die chinesische Führung ist auch immer mehr daran interessiert, das Land wirtschaftlich zu öffnen. Aber sie will eben keinesfalls, dass das passiert, was Gorbatschow ja anfänglich auch nicht wollte, nämlich dass das politische System dabei auch zu Bruch geht. Und das müssen wir, auch wenn es zynisch klingt, als ein erfolgreiches Lernen betrachten. Denn den Chinesen ist es tatsächlich bis heute gelungen, ein sehr rigides, autoritäres politisches System zu kombinieren mit einer zum Teil entfesselt wirkenden kapitalistischen Wirtschaft. Sie haben auf die Ereignishaftigkeit von solchen Prozessen, von solchen Umbrüchen hingewiesen. Und da passt dazu, dass wir, dankenswerterweise ist das Publikum draußen nicht ganz stumm, sondern äußert sich zum Beispiel per Chat oder per Mail. Und da kam natürlich dann gleich die Frage, gerade wenn wir solche Umbrüche anschauen, welche Rolle spielen einerseits gewaltfreie Bewegungen und andererseits natürlich Persönlichkeiten. Das Schlagwort, das per Mail kam, war Mahatma Gandhi oder Martin Luther King Jr. Also die Frage einzelner Personen, die möglicherweise als charismatische Figuren auch ganz unterschiedliche Interessen bündeln können von denen, die sich abwenden wollen von der jeweils herrschenden Situation. Ja, ganz genau. Das ist eine gut bekannte und, wie ich glaube, wichtige Dynamik, die sich daraus ergibt. Und einige wichtige Figuren haben Sie schon genannt. Im Übrigen beobachten wir auch da, dass sowas sozusagen über Generationen von Aktivismus sich weiterentwickelt. Denn gerade Mahatma Gandhi wird ja im ganzen 20. Jahrhundert in zahlreichen Kontexten eine Bezugsfigur für eben die mögliche Macht, die mögliche Kraft des gewaltlosen Widerstands. Und auch für Martin Luther King gilt das bis zu einem gewissen Grade. Da stellen sich sehr enge Verbindungen her, gerade in den 60er Jahren zwischen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und antikolonialen Bewegungen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und bis hin zu den Namen, die ich genannt hatte, Gorbatschow, ich glaube, Lech Walesa oder Václav Havel muss man da auch nennen. Wobei bei vielen, wie eben auch bei, sagen wir mal, bei Václav Havel, hinzukommt, dass sie mit ihrer Person eingestanden haben für das, was sie an Systemveränderung wollten, dass sie inhaftiert worden sind, dass sie das sozusagen beglaubigen. Nelson Mandela ist hier ein ganz wichtiges Beispiel, der jahrzehntelang eingesperrt war und dann sozusagen durch seine versöhnliches Auftreten in und nach der Transition im Grunde alle Lügen gestraft hat, die geglaubt haben, da kommt ein rachsüchtiger, verbitterter, älterer Mann aus dem Gefängnis zurück. Das ist wichtig, weil das Energien bündelt, weil das auch eine emotionale Wucht erzeugt, vor der Machthaber Angst haben. Das ist ja der Grund, warum immer wieder Anführerinnen und Anführer von Protestbewegungen inhaftiert werden. Das sind Dinge, die wir ja bis heute beobachten können. Und
Es geht weiter hier. Ich muss gar nicht auf meine Sachen schauen. Es geht weiter hier mit den Mails. Sie haben in Ihrem Vortrag gesagt, der Ost-West-Konflikt würde als der prägende Konflikt des 20. Jahrhunderts überbewertet. Das heißt, andere Konflikte sind mindestens stärker zu berücksichtigen, als wir das bisher tun. Wie kommen Sie zu, also an welchem Punkt machen Sie das fest? Und welche Konflikte wären dann diejenigen, die wir uns genauer anschauen müssen? Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Verschiebung in unserem Nachdenken über die zweite Jahrhunderthälfte. Und ich glaube, je mehr man darüber nachdenkt und je genauer man sich tatsächlich mit Konflikten befasst in der zweiten Jahrhunderthälfte, desto mehr wird man vorstellen, dass das ganz vieldimensionale Gebilde sind, ganz vieldimensionale Auseinandersetzungen und Konflikte. Da könnten wir im Grunde jeden beliebigen Konflikt des Kalten Krieges rausgreifen. Lassen Sie uns mal den Koreakrieg nehmen, 1950 bis 1953, der als einer der wichtigen Verstärker, Katalysatoren des frühen Kalten Krieges gilt und das auch sicherlich zu Recht. Aber er ist nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion, sondern er verbindet sich, verwebt sich mit einer innerkoreanischen Auseinandersetzung, die in dem Moment aufbricht, als die japanische Besatzungsherrschaft, die ja zurückgeht bis auf die Kolonisierung 1905, zu Ende ist. Und in dem Moment sind es jetzt koreanische Akteurinnen und Akteure, die selber versuchen, ihre Zukunft zu gestalten und die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Den Krieg beginnt Kim Il-sung. Den Krieg beginnt weder die Sowjetunion noch China noch die USA. Und der innerkoreanische Bürgerkrieg ist eine ganz wesentliche Dimension in den ganzen drei Jahren, der diesen Krieg ganz maßgeblich mitprägt. Und wo immer wir hingucken, ob es Mittelamerika ist in den 80er Jahren, ob es die afrikanischen Konflikte sind in den 60er Jahren, ob es die südasiatischen Konflikte Vietnam in den 70er Jahren sind, überall stellen wir fest, dass sich ganz oft Dekolonisierungsdynamiken verbinden mit dem Kalten Krieg, aber auch ethnische Auseinandersetzungen, politische Auseinandersetzungen, Machtkämpfe um etwa den Zugang zum postkolonialen Staat. Das heißt also, je mehr man sich darauf einlässt und sagt, Vietnam, Korea, Kuba wäre auch ein Beispiel, das sind nicht nur die Schauplätze, gleichsam die Kulissen des Kalten Krieges, sondern das sind eigenmächtige Mitspieler in diesem Kalten Krieg. Da wird bewusst, glaube ich, dass wir eben es mit vielen Konfliktsträngen zu tun haben, die eine Rolle spielen. Die Dekolonisierung ist sicherlich der wichtigste, wenn man es jetzt versucht, so ein bisschen zu gewichten. Aber es geht bis hin zu transnationalen Hilfsversuchen im Zuge der Menschenrechtspolitik, im Zuge humanitärer Hilfsversuche, die eben Konflikte mitprägen. Und da kommen, also Biafra wäre ein Beispiel, 67 bis 70, Chile in den 70er Jahren. Und da kommen eben viel weitere politische Logiken ins Spiel, die ein sehr vielschichtiges Bild der Konfliktgeschichte der zweiten Jahrhunderthälfte ergeben. Und da wird es natürlich wieder interessant, wenn wir fragen, was erinnert eine Gesellschaft an diesen Umbrüchen? Was fordert sie auch von den jeweils Beteiligten? Wie geht sie beispielsweise wenn es um rechtliche Aufarbeitung geht? Weil sich das ja eben auch in gewisser Weise dann verschiebt. Die andere Richtung wäre, wo können Sie denn sagen, wo hat denn der Ost-West-Konflikt möglicherweise Umbrüche eingefroren, die ansonsten sich vielleicht früher, vielleicht anders entwickelt hätten, vielleicht auch weniger eruptiv, als sie dann aufgetaucht sind? Ja, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich das Bild des Einfrierens so überzeugend finde. Ich glaube, wenn es ein gutes Beispiel dafür gibt, dann würde man da sicherlich an Jugoslawien denken, wo es ein vergleichsweise, also mindestens leidliches, aber zum Teil auch ganz gutes Miteinander gibt zwischen den verschiedenen Ethnien. Ich würde aber eben nicht sagen, dass nur das Ende des Kalten Krieges der Grund dafür ist, dass sozusagen das Konfliktpotenzial auftaut, um jetzt in dieser Kältemetaphorik zu bleiben, sondern hier kommen eben gerade mit Milosevic und anderen nationalistischen Politikern
auch andere Logiken, andere Interessen ins Spiel, die gleichsam auf den günstigen Moment warten, um auf die Bühne treten zu können. Und die Einschätzung der Konflikte im zerfallenen Jugoslawien, der Bürgerkriege, hat sich ja sehr stark gewandelt. Zeitgenössisch hieß es da ganz oft in der Berichterstattung und in den Einordnungen, das ist archaischer Hass, der hier mal wieder aufbricht in Jugoslawien. Aber wenn man es untersucht, stellt man fest, dass es kalkulierte Ingangsetzungen von und kalkuliertes Schüren von Hass gibt, der die Situation dann eskalieren lässt. Ich höre hier gerade. Die wunderbare Simultanübersetzung, die wir an der Stelle auch mal herzlich grüßen wollen. Frage: Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen über den Referenzrahmen von Umbrüchen sprechen. Also, Sie haben das schon erwähnt, also einmal die Frage Nation. Dann haben Sie vorhin in einem Nebensatz etwas gesagt, was ein wichtiger Teil Ihrer Forschung war, nämlich Menschenrechte und die Entwicklung des Menschenrechtsdiskurses durch die Jahrzehnte seit 1945. Wie sehr kann man diese Referenzrahmen voneinander unterscheiden in den Konflikten und Umbrüchen des 20. Jahrhunderts? Oder geht das auch ineinander über? Ich würde sagen, es ist beides. Also in der Sache gehen wir tatsächlich verschiedene Referenzrahmen ineinander über, aber analytisch würde ich sagen, in der historischen analytischen Rückschau muss man sie sogar trennen, weil man sonst eben nicht wirklich verstehen kann, was passiert ist. Und die Menschenrechtspolitik, sagen wir mal gerade der 70er und 80er Jahre, wo der Menschenrechtsgedanke international einen großen Aufschwung erlebt, ist dafür, glaube ich, ein besonders gutes Beispiel. Denn insgesamt betrachtet gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Aktivistinnen und Aktivisten, Politikerinnen und Politiker sich auf den Menschenrechtsgedanken beziehen und welche Ziele sie damit verfolgen. Das ist ein Teil des Kalten Krieges, etwa wenn man auf die westdeutsche Regierung blickt, die versucht, über Menschenrechtskritik an der DDR sich also sozusagen eine neue Waffe zu schmieden im Kampf gegen den deutsch-deutschen Systemgegner. Aber es gibt andere, die gar nicht den Kalten Krieg im Sinn haben, wenn sie an Menschenrechte denken, sondern ganz im Gegenteil, die Logik, diese binäre Logik, Ost gegen West, Demokratie gegen Diktatur, dieses Dichotomische überwinden wollen, indem sie sagen, es geht uns nicht um ideologische Zugehörigkeit, es geht uns nicht um politisches System. Wir wollen immer dann helfen, wenn Menschen gequält werden. Das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, der Grundgedanke von Amnesty International. Und darüber kann man jetzt sehr viel diskutieren. Hat das geklappt? Hat das nicht geklappt? Ist das illusorisch oder nicht? Aber mir geht es hier um den Ansatzpunkt. Und der Ansatzpunkt besteht eben darin zu sagen, wir möchten zu einem Begriff des Politischen kommen, der beim Menschen ansetzt und bei dem, was den Menschen quält, egal wer es macht, egal wo es stattfindet. Und das hat auch eine starke globale Blickerweiterung zur Folge. Vielleicht ist diese auch eine Voraussetzung für Menschenrechtspolitik, weil dann eben nicht nur nach Europa geblickt wird, sondern auch nicht in alle Teile der Welt, aber doch in manche, vor allen Dingen nach Südamerika, Entschuldigung, in den 70er Jahren, deutlich weniger nach Afrika. Aber immerhin, es gibt einen starken politischen Bewusstseinswandel, ein Streben nach einer neuen politischen Konfiguration, der sich für zivilgesellschaftliche Aktivistinnen und Aktivisten im Westen eben gerade an die Menschenrechtsidee heftet. Deshalb hat ja auch jede Unterstützergruppe von Amnesty International eben nicht nur einen Menschen in Osteuropa oder in der Sowjetunion, nicht nur einen Menschen im Westen, sondern auch einen Menschen im globalen Süden, ja, parallel unterstützt. Und da sind wir jetzt eigentlich noch mal bei einem wichtigen Punkt, der auch noch mal angefragt wurde. Wir haben über die Zäsur 89-90 gesprochen. Sie haben, diese Zäsur ein bisschen verschliffen, aber Sie haben sie nicht dementiert letztlich. Sie ist sehr stark. Aber ist das nicht doch die entscheidende Zäsur des Nordens, also Europa, USA,
Sowjetunion und deren Satellitenstaaten? Und sind die Diskurse, die zum Beispiel den globalen Süden betreffen, nicht mit ganz anderen zeitlichen Zäsuren und mit ganz anderen Umbrüchen festzumachen? Welche Rolle spielt also das Ende des Ost-West-Konflikts für diese anderen Konflikte? Ja, also auch hier würde ich sagen, gelten wieder beide Teile Ihrer Frage, die Sie jetzt als Alternative präsentiert haben. Das mache ich immer sehr geschickt, ne? Das heißt das Jahr 1989 ist sicherlich, außer vielleicht im Jemen, wenn ich da richtig informiert bin, wo es eine Vereinigung der beiden Landesteile gibt, auch 1989, da lasse ich mich aber korrigieren, wenn das falsch sein sollte, ist sicherlich in wenig Weltgegenden eine sozusagen unmittelbare lokale historische Zäsur. Gleichzeitig ist natürlich das Ende des Systemkonflikts, den ich ja auch nicht weggeredet habe, den ich nur versucht habe einzuordnen in ein vielschichtigeres Gebilde. Gleichzeitig hat das Ende des Systemkonflikts natürlich letztlich für die ganze Welt Folgen, globale Auswirkungen, weil im Grunde diese Logik, die sich ja tatsächlich über die ganze Welt gelegt hat, dass es nur ein Für oder Wider gibt, entweder du bist mein Gegner oder du bist mein Unterstützer, die ist beendet. Und damit fällt zunächst einmal zum Beispiel vielen autoritären Regimen im globalen Süden die Unterstützung weg. Das betrifft nicht nur die Militärdiktaturen in Lateinamerika, sondern etwa auch Südafrika, das jahrzehntelang gleichsam versucht hat, in die Waagschale zu werfen, sein Gewicht als antikommunistische Bastion im Süden Afrikas. Das heißt also, da gibt es sehr, sehr weitreichende Veränderungen. Und ich würde vollkommen übereinstimmen, dass für die europäische Geschichte das Jahr 1989 ein wichtiges Ereignis ist, die Umbrüche, die da passieren. Wenn wir uns darauf einigen können, dass sich das in längerfristigen Verschiebungen ereignet, die nicht von heute auf morgen sozusagen was ganz anderes sind, sondern wo es eben deutliche Ströme von Kontinuität und Transformation gibt, die sich über dieses Jahr hinaus fortsetzen. Es kommen jetzt noch eine Reihe Fragen, die sich natürlich auf Menschenrechtsdiskurse beziehen, also insbesondere auf die Frage, welchen Einfluss haben die tatsächlich gehabt auf die Veränderungen, sowohl was das Ende des Kolonialismus als auch den Kommunismus angeht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Versuchen Sie eine kurze Antwort. Ich denke, dass wir bei dem anschließenden Panel, wo wir in ganz unterschiedliche Regionen der Welt schauen, darauf auch noch mal zu sprechen kommen. Ja, ich versuche es ganz pauschal zu beantworten. Das ist am schwierigsten und deswegen auch am reizvollsten. Ich glaube, dass internationale Menschenrechtspolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Politik wesentlich, aber subtil verändert hat, die internationale Politik. Und zwar insofern, als eine neue Konstellation entstanden ist, in der letztlich am Ende des 20. Jahrhunderts staatliches Unrecht intensiver beobachtet wurde als etwa noch 1950, sagen wir mal. Aber auch sich Netzwerke von Akteurinnen und Akteuren gebildet hatten, die sehr viel unternommen haben, um gegen solches Unrecht vorzugehen. Also eine Art Fundamentalsensibilisierung, wie ich das einmal genannt habe. Das lässt sich jetzt vielfältig und musste auch vielfältig relativiert und differenziert werden, aber ich glaube schon, dass es hier einen ganz wesentlichen politischen Formwandel im 20. Jahrhundert gegeben hat. Ganz zum Schluss, Ihr Bild ist gerade weg bei mir, aber das kann ja vielleicht auch nur bei mir der Fall sein. Ganz zum Schluss, ein Zeithistoriker arbeitet immer unter sozusagen Nahbedingungen. Die spannende Frage ist, welches von den Forschungsfeldern, über die Sie eben gesprochen haben, würden Sie gerne in 20, 25 Jahren nochmal anschauen, weil Sie sagen, da sind wir im Moment vielleicht noch zu nah dran? Das gilt letztlich für jeden Umbruch. Das gilt für den 11. September 2001 und das gilt sicher auch für den Abzug der USA aus Afghanistan. Aber was mich tatsächlich interessiert, wie wir es in 20 Jahren, 25 Jahren sehen werden und was mich übrigens auch schon seit 15 Jahren interessiert, wie wir das in dieser Zeit sehen werden, ist die globale Blickerweiterung, die das Fach Geschichtswissenschaft
in den letzten Jahren durchlaufen hat und die im Grunde sehr konfliktfrei die Arbeit von Historikerinnen und Historikern und ihre Perspektive ganz grundlegend verändert hat. Und ich denke, dass wir bald anfangen werden, auch das als eine historisch bedingte Veränderung zu begreifen. Also uns selber gleichsam, wenn man so will, zu historisieren und danach zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass so mit Beginn des 21. Jahrhunderts der Gedanke, wir müssten die Welt als Ganze betrachten, eine solche Zugkraft entwickelt hat, ohne das bewerten zu wollen. Das hat gute Seiten, das hat vielleicht auch ein paar Nachteile. Ja. Aber ich glaube, da sind wir selber gleichsam als Historikerinnen und Historiker Zeugen einer grundlegenden Verschiebung, die uns in einigen Jahrzehnten noch zu denken geben wird. Und zwar nicht nur, was die globale Perspektive angeht, sondern auch der Aufstieg eines Begriffs wie Umbruch. Ich habe irgendwann vor einigen Jahren mal eine Ausstellung besucht, die hieß Jungsteinzeit im Umbruch. Früher hat man von großen Reichen gesprochen und von Glanzzeiten. Heute interessieren uns diese Übergänge viel stärker und vor allen Dingen, was sie mit den Menschen machen und wie die Menschen hinterher sich auch noch mal auf diese Umbrüche beziehen und was sie möglicherweise dann in einer Gesellschaft voneinander fordern können. Auch das ist ja Thema dann auf dieser Tagung. Jan Eckel, vielen Dank für diese Erläuterungen und natürlich auch für Ihren Vortrag. Und wir machen gleich weiter, denn die erste Kaffeepause dieser Tagung wird erst nach dem ersten Panel sein. Wir bleiben eigentlich natürlich bei dem Thema, was wir eben besprochen haben, wollen uns nun aber doch mal anschauen, wie das mit räumlich weit auseinanderliegenden Beispielen, die aber auch miteinander verbunden sind, wie sich das da zeigt. Und natürlich auch wollen wir Vertreter anderer Wissenschaftsdisziplinen einbinden und deshalb also, was wechselt wohin, auf welche Weise geschieht das, welche Vorbilder und Impulse aus anderen Ländern oder Regionen werden aufgenommen, wie gehen die Beteiligten danach miteinander um und letzte Frage dabei natürlich immer, welche Narrative haben sich dann in der Rückschau herausgebildet und verfestigt. Und das machen wir mit 4 ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Herzlich willkommen, sage ich, Aurel Croissant, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Heidelberg. Er kennt sich mit den Strukturen und den Entwicklungen in Ost- und Südostasien aus. Carola Lenz war Professorin für Ethnologie an der Universität Mainz. Dort ist sie jetzt Seniorforschungsprofessorin und, das ist aber in unserem Zusammenhang heute nicht so wichtig, seit letztem November Präsidentin des Goethe-Instituts. Ihr regionaler Schwerpunkt ist Afrika. Afrika ist sehr groß, vor allen Dingen Westafrika. Sabine Kurtenbach kommt vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien GIGA in Hamburg. Honorarprofessorin am Zentrum für Konfliktforschung der Uni Marburg. Sie blickt also als Friedens- und Konfliktforscherin und zwar genauer auf Lateinamerika. Und schließlich Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des ZEUS, des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien hier in Berlin. Zugleich hat sie seit kurzem an der Humboldt-Universität die Einstein-Professur in der vergleichenden Demokratie- und Autoritarismusforschung inne. Wir werden gleich merken, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zu vergleichen und vor allen Dingen zu schauen, was dann an Parallelen ist. Aber ich würde Sie 4 bitten, zunächst einmal, ja, vielleicht aus den Bereichen, in denen Sie sich gut auskennen, 2, 3 Systemumbrüche benennen, die wir dann weiter betrachten sollen, weil viele dieser Umbrüche lohnen ja eine Betrachtung. Es ist vielleicht 2, 3 auch ein bisschen wenig. Und weil wir hier gerade so viel über Ost-West-Konflikt gesprochen haben, würde ich sagen, Gwendolin Sasse, lassen Sie uns mit Ost-Mittel- und Osteuropa beginnen. Wie Sie wollen, herzlichen Dank. Ich dachte, Sie stellen mich jetzt hinten an, weil wir davon schon gehört haben. Aber dann lege ich gleich los. Ich möchte, waren sehr viele anregende Elemente auch eben in dem Gespräch, was wir gerade gehört haben und auch in dem Eröffnungsvortrag.
Ich möchte kurz mal, also doch den Begriff Systemumbruch noch mal kurz aufgreifen. Und ich frage mich bei so großen Begriffen immer sofort dann, also was auch die Grenzen dieser Begriffe sind. Und als Politikwissenschaftlerin sind wir immer sehr hängen wir an Begriffen, aber stellen sie auch in Frage. Und ich glaube, der Begriff Systemumbruch wirft gleich die Frage auf, also wie groß muss denn ein Umbruch sein, damit er ein Systemumbruch ist? Und der Begriff wirkt vielleicht erstmal präzise, aber auch ein System können ganz verschiedene Dinge sein. Und also für mich wären da, und da blicke ich jetzt auch schon auf den osteuropäischen Raum und ich gebe gleich ein paar konkretere Beispiele, da wäre das auf jeden Fall die Kombination von politischen Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen und gesellschaftlichen Veränderungen. Und zu den letzteren gehört auch die Definition eines neuen Staates, eines Nationsbegriffs. Das ist von großer Relevanz in Teilen Osteuropas gewesen seit 1989 und 91. Und der Begriff Umbruch, mir geht es dabei so ein bisschen wie mit dem Begriff Revolution. Also das scheint ein Moment zu sein, aber eigentlich geht es, das klang ja eben auch schon stark an, aber ich glaube, es klingt nicht so wirklich im Begriff an, dass es da um die auch Langzeit erfolgen, aber auch natürlich um das geht, was vor einem gewissen Moment kam. Und ich würde mich da der Diskussion ganz anschließen, dass es mir auch weniger um den Moment geht, aber als eher um das, was vorher kam, vor einem Systemwechsel oder Systemumbruch und wie er sich dann gestaltet. Und als Beispiel hätte ich eingebracht, es ist jetzt schon angeklungen, das Ende der Sowjetunion, der Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich komme aber eher jetzt auf der Ebene der Bestandteile der Sowjetunion als meinen Fallbeispielen sozusagen in die Diskussion und etwas weniger als Systemkonflikt zwischen Ost und West, der ja schon diskutiert wurde. Und es klangen eben schon wichtige Dinge an. Also ich glaube, wir müssen auch bei so einem Ereignis, und da gehört dann auch 1989 dazu, aber ich beziehe mich jetzt mal stark auf 1991 und den Zusammenbruch der Sowjetunion. Da können wir auch durch die Interaktion zwischen Prozessen in Ost-Mitteleuropa und dann in der Sowjetunion natürlich als eine Komponente diskutieren. Und in diesem Jahr jährt sich nun der Zusammenbruch der Sowjetunion zum 30. Mal. Aber hier ist es ein gutes Beispiel dafür, dass der eigentliche Moment der Auflösung war dann relativ klanglos. Aber das, was vorher kam und das vor allem, was dann Jahre und Jahrzehnte danach noch kommt, ist es überhaupt nicht. Und viele auch der Annahmen zu der Zeit um 91 herum haben sich nicht bewahrheitet. Wenn man gleich mit einem Fallbeispiel anfängt, wir haben häufig zu hören bekommen, dass ja der Zusammenbruch der Sowjetunion im Vergleich zum Zerfall anderer Imperien historisch relativ friedlich verlaufen ist. Also vielleicht ist relativ auch noch eine angemessene Beschreibung. Aber wenn wir an den Krieg in der Ukraine heute denken, dass 2014 Russland einen Teil der Ukraine annektiert hat, die Krim und maßgeblich an einem Krieg in der Ostukraine beteiligt ist, da geht es um Hinterlassenschaften, die sehr viel nicht nur mit der Sowjetunion zu tun haben, aber auch. Und diese Grenzfragen, dass die auf einmal wieder eröffnet werden können in der Mitte Europas, ist auf jeden Fall Teil dieses Umbruchs. Und das hätte man 1991 in dieser Form an diesem Ort nicht erwartet. Und das ist auch ein Beispiel, die Ukraine als ein Fallbeispiel, innerhalb dieses Systemumbruchs in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion, das uns klar vor Augen führt, dass Diversität in diesen Systemumbrüchen sehr wichtig ist und Aufmerksamkeit muss dieser Diversität geschenkt werden. Also Systemumbruch klingt für mich so, als wäre das dann relativ ähnlich an allen Orten, die vielleicht mal zur Sowjetunion gehört haben. Und so ist auch die Wahrnehmung lange Zeit gewesen. Also wenn wir vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von der These von Fukuyama, dann hat man doch zunächst, denke ich, aus der Perspektive, jetzt nicht nur aus westeuropäischer Perspektive, sondern auch global
die vielen Unterschiede innerhalb des sogenannten Ostblocks gar nicht wahrgenommen, wie viele verschiedene regionale, internationale Verbindungen es vorher schon gab, aber auch wie unterschiedlich die Voraussetzungen einzelner Bestandteile dieses Imperiums, also auch da benutzen wir sehr viel die postkoloniale Begrifflichkeit jetzt und die Ansätze daher. Da ist die Ukraine ein Beispiel, das ist ein Staat, der 1991 zum ersten Mal in seinen heutigen Grenzen, wenn wir nach wie vor die Krim dazu rechnen, sich als unabhängiger Staat aufbauen musste, auch wollte. Das sind Herausforderungen, die sind von anderer Natur, die zu den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zukommen, als es in einem Staat wie Polen der Fall ist, der als Staat schon einmal verfasst war, auch mit politischen Erfahrungen natürlich der Unabhängigkeit über Jahrhunderte auch wieder verloren hat. Aber das ist eine ganz andere Herausforderung. Und die Auswirkungen, Nachwirkungen davon sehen wir bis heute. Auch die Ukraine ein Beispiel dafür, wie über 1991 hinaus immer wieder durch so Zyklen politische Reformen, Mobilisierungen, auch Massenmobilisierungen von unten wie 2004, 2013, 2014 in Gang kommen, die unter anderem sich an ähnlichen Prozessen woanders orientieren, sowohl in Osteuropa als auch darüber hinaus, aber dann doch wieder auch ihre eigene Dynamik entfalten. Also mein Plädoyer insgesamt mit noch zwei weiteren kurzen Beispielen, die ich gebe, ist auch dieses Dilemma, dass wenn man auf eine Region schaut, wird man eigentlich im vielleicht größeren Kontext der Diskussion der Globalgeschichte oder des globaleren Ansatzes häufig oder gerät man häufig in Verdacht, doch zu regional, zu spezifisch zu gucken. Aber ich sehe die Aufgabe auch darin, genau diese Verbindungen und Unterschiede aus Regionen und von lokalen Standorten heraus zu erarbeiten. Das andere Fallbeispiel, darf ich kurz noch zwei reinwerfen? Ja. Sie, oder wollen Sie kurz da schon? Nennen Sie zwei noch. Ich wollte einfach kurz den Blick werfen auf Russland oder die Russländische Föderation, wie sie offiziell heißt. Und hier auch die interessante Dynamik, dass das Zentrum eines Imperiums, also der Sowjetunion, zunächst maßgeblich am Systemumbruch beteiligt ist. Ohne die Souveränitäts- und dann Unabhängigkeitserklärung der russischen sozialistischen Föderation wäre eventuell der Verlauf der letzten Phase der Sowjetunion sehr anders verlaufen. Aber dann doch diese erste Phase des Umbruchs heute zum einen von der Gesellschaft als zu großen Teilen als sehr negativ wahrgenommen und erinnert wird, weil das die Zeit des Chaoses war. Demokratie ist nie mit Inhalt wirklich gefüllt worden. Es war ein Räuberkapitalismus, wie es heißt. Und auf der Grundlage ist ein ganz anderes System, ein autoritäres System unter dem jetzigen Präsidenten Wladimir Putin entstanden, das wieder anknüpft an das Sowjetimperium, rhetorisch, politisch ausgewählt, selektiv, also etwas ganz anderes ist. Also ein Umbruch, der eine ganz andere Dimension bekommen hat. Und als letzter Satz ein Beispiel für einen versuchten Systemumbruch 30 Jahre nach 1991 ist das, was wir in Belarus seit letztem Sommer sehen. Wir werden insbesondere gleich nochmal darüber sprechen, was das bedeutet, auch für den Umgang mit diesen Umbrüchen nach Jahren und Jahrzehnten in Gesellschaften. Denn selbst sagen das Beispiel, das Sie mit Polen benannt haben, ist ja in der Gesellschaft dort sehr kontrovers diskutiert. Sowohl die Frage des Übergangs über einen Kompromiss, der im Streit etwa zwischen den heutigen politischen Parteien ist, als auch die Frage, ist Nation der Referenzrahmen oder ist es eine Menschenrechtsperspektive. Da werden wir sicherlich an dem Punkt auch noch dazu kommen. Weil wir so gerade über Imperien gesprochen haben und deren Auflösung, wenn wir den Bereich der Dekolonisierung anschauen, auch da gilt es ja, ganz unterschiedliche Aspekte, Diversität haben wir eben gehört, herauszuarbeiten. Afrika gibt es nicht, habe ich mal gehört. Und selbst frankophone Länder haben ganz unterschiedliche Entwicklungen im 20. Jahrhundert gemacht. Und genauso die ehemaligen Kolonien, die Großbritannien hatte. Carola Lenz, ich habe eben gesagt, Schwerpunkt Westafrika. Aber ich habe mir schon
sagen lassen, es gibt Beispiele in verschiedenen Teilen dieses großen Kontinents, auf die Sie jetzt hinweisen wollen. Ja, vielen Dank. Ich würde eigentlich gerne noch mal einsteigen, auch in Anknüpfung an die Frage, die Sie vorgestellt haben, und auch an das, was Jan Eckel ausgeführt hat. Also man kann jetzt die Beispiele Dekolonisierung oder ein afrikanisches Publikum würde eher von Unabhängigkeit sprechen, nicht Dekolonisierung als Prozess, sondern der Tag der Unabhängigkeit. Das ist ganz klar sozusagen synchrone Deutungszäsur. Allerdings, und das ist mir jetzt hier wichtig, dieses Deutungszäsur und Erfahrungszäsur noch ein bisschen zu verkomplizieren, nicht für alle Bevölkerungsgruppen in gleicher Weise, also für die politischen Eliten weltweit und natürlich in den afrikanischen Ländern unbedingt. Da wird sozusagen wirklich ein Tag benannt, an dem wird die neue Flagge gehisst und dieser Tag wird von der Stunde Null an auch symbolpolitisch aufgeladen und dann immer wieder gefeiert jedes Jahr und der Umbruch wird sozusagen da verdichtet. Dass das mit unterschiedlichen Bedeutungen dann im Lauf der Geschichte aufgeladen wird, darüber reden wir vielleicht später noch. Mir scheint nur wichtig, gleichzeitig das zu verbinden mit einem Hinweis, innerhalb der neu entstehenden Nationalstaaten ist aber für viele Bevölkerungsgruppen dieser Tag überhaupt keine Erfahrungszäsur. Die kommt sehr viel später, die kommt anders, die kam früher. Mit dem Beginn der politischen Bewegung, der Parteipolitik vor Ort, das ist oft schon in den britischen Kolonien 10, 20 Jahre vor der Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Also man kann da sehr, sehr viele spannende Beispiele finden für erstens die Frage, dass in einem Nationalstaat unterschiedliche Erfahrungsräume existieren und auch unterschiedliche Deutungsmuster auf diese in Häkchen Umbrüche angewandt werden. Und um das Zweite aufzunehmen, was Sie jetzt sagen, verschiedene Verläufe. In der Tat ist unter diesem verbindenden Topos Unabhängigkeit, zu dem sich ja dann die afrikanischen politischen Eliten auch gegenseitig einladen, also und die ja auch von den Imperien zu Beginn in Besuchsreisen, ja, also die Unabhängigkeit musste gefeiert werden, damit das in den Kalender von de Gaulle passte. Der ist dann also nacheinander in 5 westafrikanische und ostafrikanische Länder gefahren, hat überall die Unabhängigkeit erklärt, hintereinander weg. Also da gibt es sozusagen ein symbolpolitisches Regime, was dafür sorgt, dass es so im ganzen Kontinent so ein Bewusstsein von, so wir brechen jetzt auf, jetzt ist was Neues, Stichwort 1960. In Ghana war es ein paar Jahre früher, woanders später. Aber wenn wir mal 3 verschiedene Typen von Dekolonisierungsprozessen uns anschauen, hätten wir also, für mich naheliegend, weil ich seit 30 Jahren da arbeite, Ghana, 1957 als erstes subsaharisches Land, unabhängig mit starken politischen Eliten im Süden, die schon um die Jahrhundertwende ihre eigenen Richter haben, also Jahrhundertwende jetzt 1900. Dort wird eigentlich sehr viel stärker die Frage der parteipolitischen Konkurrenz erfahren und dann auch weiterhin dann nach der Unabhängigkeit ausgelebt, bis dann 1966 mit einem Putsch Nkrumah abgelöst hat. Also die einen nennen es Putsch, die anderen sagen, jetzt kommt die Diktatur Nkrumahs an ein Ende. Kurzum, dort ist eigentlich dieses Verhältnis zur ehemaligen britischen Kolonie gar nicht so kritisch, sondern das ist ein gleitender Übergang, der ist ausgehandelt. Man muss aber natürlich trotzdem Heroen und Unabhängigkeitshelden deklarieren und darüber gibt es dann auch Streit, wer das ist. Wenn wir uns jetzt Madagaskar anschauen, ganz andere Situation. 1947 gab es einen großen, blutig niedergeworfenen Aufstand gegen die Franzosen, der aber zunächst völlig beschwiegen und verdrängt wird. Da haben wir wieder auch ein Beispiel von internationalen Verflechtungen der Akteure, wie Jan Eckel das auch angesprochen hat, nämlich, dass die Franzosen wirklich sorgenvoll schauen, dass sich ein Indochina in Afrika wiederholen könnte. Also genau die Erfahrung aus Südostasien wird jetzt auf Afrika gewendet. Deswegen wird der Aufstand sehr, sehr blutig unterdrückt. Und es kommt dann 1960 zu einer in sogenannten Unabhängigkeit in Freundschaft. Also so die frankophilen politischen Eliten
die nicht diejenigen sind, die den Aufstand 47 gemacht haben und so. Weil dann kommt es schon in den 70er Jahren zu einer Militärdiktatur sozialistischer Prägung und dann wieder Demokratie. Und 47er Aufstand wird überhaupt erst seit diesen sozialistischen Regimen als Feiertag anerkannt und sozusagen Tag der nationalen Trauer. Und ein drittes Beispiel wäre Namibia. 1990 unabhängig von Südafrika mit einem bewaffneten Befreiungskampf, eben keine Verhandlungslösung der Unabhängigkeit, wo dieser Verhandlungsweg, der ja auch eine Rolle gespielt hat, also letztlich wurde die Unabhängigkeit dann durch eine Verhandlung gewährt, aber im nationalen Narrativ, im nationalen Gründungsmythos ist es der Armed Struggle und es sind die Struggle Credentials, also die Partizipation an den Kämpfen, die politischen Eliten mitbringen müssen, um in den ersten 20 Jahren eigentlich fast bis heute, es ändert sich jetzt mit dem Generationswechsel, legitim zu sein. Also drei sehr unterschiedliche Verläufe von Transformationen mit immer auch sehr starken globalen Verflechtungen und zugleich ein gemeinsames Topos von Geburt eines neuen Nationalstaats. Also da gibt es sozusagen beides. Ich glaube, dabei belasse ich es erstmal und wir kommen dann sicherlich noch auf das ein oder andere zurück. Ich denke, dass vor allen Dingen die Frage, wer sind die Akteure, wie geht es mit den Eliten weiter und wie sind die einzelnen Verläufe erinnert, dann eine große Rolle auch in dieser Tagung für die Frage spielt, wie eigentlich dann in diesen Gesellschaften nach diesen Umbrüchen Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Lateinamerika hat seinen, wenn man so will, Dekolonisierungsprozess oder den Prozess der Unabhängigkeit schon etwas früher gehabt. Große pathetische Figuren gibt es auch da, charismatische Figuren, über die wir vorhin auch mit Jan Eckel gesprochen haben. Die sind aber schon im frühen 19. Jahrhundert. Sabine Kurtenbach, wenn wir aber auf das 20. Jahrhundert und auf die Umbrüche da schauen, welche Beispiele sind Ihnen da wichtig? Ja, vielen Dank. Ich denke, wenn man über Lateinamerika spricht, ist es auch immer die Frage, gibt es Lateinamerika? Lateinamerika ist wie andere Regionen auch sehr vielfältig. Es gibt sehr große Unterschiede. Ich möchte aber doch heute gerne mal auf die Gemeinsamkeiten stärker fokussieren, weil ich denke, dass gerade wenn wir über Umbrüche oder deren Fehlen sprechen, lateinamerikanische Erfahrungen sich doch sehr ähneln, wenn man sie in der Longue Durée sieht. Das 20. Jahrhundert in Lateinamerika ist geprägt von verhinderten Umbrüchen in der ersten Hälfte und auch eigentlich bis Ende der 80er Jahre, was nicht am Ost-West-Konflikt liegt, was aber unter dem Mantel des Ost-West-Konflikts geschehen ist. Also wenn wir denken, dass es soziale Aufbruchsbewegungen gab in den 50er Jahren, beispielsweise in Guatemala oder in den 70er Jahren in Chile, dann sind die von außen, nicht nur von außen, aber eben auch mit Unterstützung der USA zerstört worden oder dann in Richtung auf unterdrückt worden. Darauf folgt dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre diese dritte Demokratisierungswelle, in der Lateinamerika ja eine sehr starke Rolle spielt. Also bis auf Kuba und bis auf Mexiko, Mexiko war ein bisschen später dann erst dran, sind zwischen Mitte der 70er Jahre und 1990 alle Länder der Region formal demokratisch geworden. War das ein Umbruch? Ja, nein, politisch bestimmt ein Stück weit. Dieser Umbruch oder diese Demokratisierung hat Verhandlungs- oder Optionen, Handlungsspielräume gerade für die Zivilgesellschaft auch eröffnet. Gleichzeitig hat diese Demokratisierung aber an den zugrunde liegenden strukturellen Problemlagen, Ungleichheit in vielen Ländern, hohe Gewalt, wenig oder kaum etwas geändert. Und deswegen sehen wir in den vergangenen Jahren auch einen Prozess, was jetzt vielfach als Democratic Backsliding in der Debatte bezeichnet wird, dass also selbst Länder, die modellhaft als Demokratisierungsbeispiele gefeiert wurden, wie El Salvador oder auch Länder, die lange formal demokratisch waren, während der Zeit der Diktaturen in den 60er und 70er Jahren, wie Venezuela, eben heute
nicht mehr wirklich demokratisch sind oder sich zumindest sehr stark auf autoritäre Strukturen wieder zu bewegen. Wenn wir uns jetzt angucken, womit hat das was zu tun, denke ich, es sind zwei Faktoren, die hier eine große Rolle spielen. Das eine ist diese Übergänge zur Demokratie in den 80er und 90er Jahren waren vor allem mit Pakten, hingen mit Pakten zusammen. Also da haben sich Regierung und Opposition geeinigt auf Modelle des Übergangs, die verhandelt waren. Ähnliches kann man auch sagen für die Länder Zentralamerikas, wo interne Kriege dann auch mit einer stärkeren Demokratisierung einhergingen, wo es dann eben Friedensabkommen gab. Diese Pakte werden ja in der Debatte vielfach gefeiert als Minimalkonsens und als Ausgleichsmechanismen zwischen unterschiedlichen Interessen und Akteuren. Sie kommen aber zu einem nicht unbeträchtlichen Preis. Der Preis ist in Lateinamerika gewesen, dass die alten Eliten ihre wirtschaftliche und zum Teil auch ihre politische Macht eben behalten haben. Chile auch eines der gefeierten Modelle von erfolgreicher Demokratisierung ist hier ein Beispiel. Das ist ja in den letzten Jahren dann doch wieder stärker in die Weltöffentlichkeit gerückt, weil dort die Pinochet-Anhänger oder die rechte Elite es eben geschafft hat, ein Wahlsystem zu entwickeln, das Minderheiten, und diese rechten Gruppen sind eine Minderheit in Chile, so zu bevorzugen, dass sie zumindest eine Vetomacht haben. Und zum anderen sind dort selbst das neoliberale Wirtschaftssystem ist in der autoritären Verfassung der Diktatur, die ja immer noch gilt, festgeschrieben und lässt sich eben nicht so leicht ändern. Von daher haben es die Eliten in Lateinamerika relativ gut geschafft, über Verfahren, über Mechanismen ihre Macht in die Demokratisierung hinüber zu retten. Der zweite Punkt ist, dass eben die Demokratisierung oder diese formale Demokratisierung an den Strukturproblemen der Region wenig geändert hat. Lateinamerika ist immer noch die Region mit der größten sozialen Ungleichheit. Und das führt natürlich dazu, dass die Demokratie als Regierungsform von den Menschen dann auch in wachsendem Maße abgelehnt wird oder nicht als, also die Demokratie liefert nicht. Es gab unglaublich viele Hoffnungen, sowohl im Kontext der Friedensprozesse als auch im Rahmen der Demokratisierung, dass sich nun wirklich etwas ändern würde. Aber das ist eigentlich nicht passiert. Und das öffnet dann heute Tür und Tor für Populisten und Demagogen aller Art, die wir in der lateinamerikanischen Geschichte schon zur Genüge gesehen haben. Und es gibt dann so volatile Situationen. Peru ist hier gerade ein aktuelles Beispiel, wo dann in Wahlen sich einmal ein unbekannter Volksschullehrer aus dem Hochland als Kandidat zur Wahl steht gegen die Tochter des ehemaligen Diktators Fujimori, und so, dass die Polarisierung eben immer größer wird in der Region. Und wir können dann vielleicht auch noch mal in der Diskussion eher drauf kommen, was heißt das für Aufarbeitung, was heißt das für den Umgang mit der Geschichte. Auch da gibt es in Lateinamerika eine ganze Reihe von sehr interessanten Erfahrungen. Vielen Dank. Also das Stichwort enttäuschte Hoffnungen, das interessiert mich nachher natürlich auch, weil die Frage, wie gehen Gesellschaften damit um, dass Erwartungen sich nicht erfüllt haben, unter anderem auch, weil möglicherweise stärkere Kontinuitäten in den Umbrüchen zu finden sind, spielt mit Sicherheit eine große Rolle für die Frage, wie dann nicht nur diese Ereignisse erinnert werden, sondern wie sie auch aufgearbeitet werden. Letzte Region für heute ist Südostasien, Ostasien. Aurel Croissant, ganz anders, weil es möglicherweise auch anders kulturell geprägt ist. Oder ist das, was wir jetzt von den anderen drei Regionen gehört haben, findet sich das genauso in der Region, auf die Sie schauen, wieder? Ja, herzlichen Dank. Wenig überraschend, nicht genauso, aber es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Da die Region an sich natürlich im Hinblick auf die Zahl der Länder, die Unterschiedlichkeit der Gesellschaften, die Bevölkerungsgröße
natürlich die größte Region ist, die wir hier heute besprechen, würde ich auch nicht von einzelnen Ländern sprechen wollen, sondern von Gruppen, von Systemwechseln und Systemumbrüchen in der jüngeren Vergangenheit. Und trotz aller Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und zwischen den Regionen, denke ich, kann man mit Blick auf politische Systemwechsel im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert, trotz der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, unterschiedlicher Verlaufsformen und natürlich auch unterschiedlicher Ergebnisse im Grunde vier Gruppen von Ländern unterscheiden. Da haben wir einmal Taiwan und Südkorea, die in gewissem Sinne Zwillinge sind, was die Frage des Systemwechsels von der Rechtsdiktatur zu einer parlamentarischen Demokratie betrifft. Eine zweite Gruppe, das sind die südostasiatischen Länder Thailand, Indonesien und die Philippinen, wo die Massenmobilisierung stark auch beeinflusst durch zivilgesellschaftliche Akteure eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, in der allerdings die sozialen Probleme, die zusammenhängen mit ethnischen Konflikten, die zusammenhängen mit strukturellen Ungleichheiten, insbesondere auch ökonomischer Art, dazu geführt haben, dass diese Gesellschaften ähnlich wie einige lateinamerikanische Länder vielleicht in der demokratischen Phase hoch anfällig populistische, semi- oder antidemokratische Akteure sind. Eine dritte Gruppe, das sind die südasiatischen Länder Bangladesch, Nepal und Pakistan, die sich in vieler Hinsicht ähneln, vor allem was die strukturelle Ungleichheit anbelangt, was die schwache Staatlichkeit anbelangt und die schwache Fähigkeit von demokratisch legitimierten und autoritären Regierungen, Public Policies, also öffentliche Güter bereitzustellen, was dann natürlich auch sie anfällig macht für verschiedene Arten von antidemokratischen Gegenbewegungen. Und die vierte Gruppe, und die ist vielleicht im Zusammenhang mit Afghanistan trotz aller Unterschiede doch erwähnenswert, das sind Kambodscha und Timor-Leste, zwei Beispiele, in denen die Vereinten Nationen durch eine Übergangsregierung im Grunde den Demokratisierungsprozess mal mehr und mal weniger erfolgreich extern gemanagt haben. Ich will aber im Zusammenhang mit diesen vier Gruppen drei Gemeinsamkeiten zwischen den vier Gruppen benennen, die vielleicht für diese Tagung besonders interessant sind oder besonders relevant sind. Im Rückgriff auf den Eingangsvortrag von Herrn Eckel würde ich auch zustimmen, dass 1989 nicht das Umbruchjahr in der Region war. Aber die Phase zwischen ungefähr Mitte der 80er Jahre und ungefähr Mitte der 90er Jahre war ein Jahrzehnt im pazifischen Asien, in dem das Ende der Ost-West-Konfrontation und das Ende des Kalten Krieges eine Gelegenheitsstruktur geschaffen hat, die Demokratisierung, also den Wechsel von offen autoritären Regimen zu mehr oder weniger demokratischen Regierungsformen möglich gemacht hat. Das Ende des Kalten Krieges war nicht die Ursache für diese Veränderungsprozesse, aber sie war eine wichtige Ermöglichungsbedingung, und zwar in allen vier Gruppen. Zweitens, die Mischung von Kontinuität und Veränderung. Fast alle Systemwechselprozesse in der Region sind durch ein hohes Maß von Elitenkontinuität charakterisiert, also nicht unähnlich zu vielen lateinamerikanischen Fällen. Im Unterschied zu Osteuropa hat sich der Systemwechsel in der Regel wirklich auf die Veränderung politischer Institutionen beschränkt. Also nicht staatliche Neubildungs- oder Nationenbildungsprozesse, gibt natürlich Ausnahmen aus Timor, und auch nicht einen Wechsel des Wirtschaftssystems, sondern Kontinuität auf der Elitenstruktur mit Institutionenwandel im politischen System. Und das hat drittens natürlich Konsequenzen für die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit in der Region. Die fällt, Transitional Justice fällt in der Regel in der Region schwer. Und das hängt zum einen zusammen mit der relativ hohen Elitenkontinuität über die Einführung demokratischer Institutionen hinweg. Es hängt aber auch zweitens damit zusammen, dass wenn über Transitional Justice und Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit geredet wird in diesen Regionen, meist nicht gemeint ist die Aufarbeitung der Repression autoritärer Regime gegen Opposition oder Andersdenkende, sondern es geht um gravierende Menschenrechtsverletzungen im Kontext der Regime- und Staatsbildung, wann auch immer die war, in Südkorea, das wurde schon angesprochen von Herrn Eckel, in den Jahren ungefähr 48 bis Anfang der 50er Jahre, in Bangladesch 1970, 71. Die Zeitfenster unterscheiden sich und greift also tief in die Konstruktion der eigenen nationalen Mythen in diesen Ländern ein. Und das macht es so schwierig, über Systemwechsel hinweg
die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Was ich merke, ich sehe alle vier von Ihnen auf meinem Bildschirm. Das heißt, wenn Sie sofort intervenieren wollen, einfach ein Handzeichen geben, um sich auf das zu beziehen, was die anderen sagen. Unsere Kollegen, die das dann für den Livestream bearbeiten, holen Sie dann immer sozusagen mit nach vorne. Was mir jetzt noch mal ganz wichtig ist, ist die Frage, wie stark eigentlich, und Frau Lenz hat das ein bisschen angesprochen, Frau Sasse natürlich auch, wie stark eigentlich innergesellschaftliche Dynamiken bei diesem Umbruch eine Rolle spielen und wie weit sozusagen geopolitische oder internationale Ansätze eine Rolle gespielt haben, weil das wird natürlich auch wichtig bei der Frage hinterher, wie erinnern wir bzw. Wie führen wir das Ganze in einen Aufarbeitungsprozess, jeweils ob jemand sagt, das ist unsere eigene Aufarbeitung oder das kommt von außen. Wenn Sie die Beispiele, über die Sie jetzt gesprochen haben, sich noch mal vergegenwärtigen, wo kann man denn sagen, wie stark sind eigentlich innergesellschaftliche Dynamiken und wie stark sind eigentlich, sagen, wenn man so will, globale Dynamiken? Wer möchte? Frau Lenz. Ja, ich würde hier gerne nur anfügen, dass unsere Beispiele jetzt nicht so ganz passgenau sind, weil ich wirklich mich auf diese Dekolonisierungszeit bezogen habe. Das hätte man jetzt für Südostasien auch machen können. Für Lateinamerika wäre es vielleicht jetzt nicht so sinnvoll, weil da müsste man dann gerade mal 200 Jahre zurückgehen. Aber wenn es passgenau wäre, wäre es auch zu einfach für unser Gespräch. Ja, nee, ich wollte damit nur sagen, natürlich gibt es die Prozesse, die Herr Croissant jetzt für Südostasien berichtet hat, genauso auch in vielfältiger Form für die Regimewechsel, die dann nach der Unabhängigkeit in Afrika stattgefunden haben. Was für mich da interessant ist, und das würde mich interessieren, ob das eigentlich in Südamerika, Osteuropa und Asien ähnlich läuft, ist, dass diese Systemwechsel, also nehmen wir mal Elfenbeinküste, da wird dann nach 50 Jahren Unabhängigkeit, die mit einer, mit dem Versuch eines radikaleren Regimewechsels einherging durch Laurent Gbagbo, argumentiert unter Rückgriff auf den Topos der Unabhängigkeit. Und zwar wird gesagt, liebe Côte d'Ivoire, wir haben 1960 keine wirkliche Unabhängigkeit gehabt. Wir sind letztlich in der Frankophonie geblieben, wir sind letztlich in France-Afrique geblieben. Und was wir jetzt brauchen, das ist jetzt überhaupt erst die Unabhängigkeit. Also da sehe ich einen interessanten Punkt, wo immer wieder diese geschichtliche Ressource mobilisiert wird von konkurrierenden politischen Eliten, wo selbst sozusagen auf die eigene Unabhängigkeitsgeschichte und politische Geschichte zurückgegriffen wird. Und das aber wiederum natürlich von den verschiedenen Gruppen innerhalb der polarisierten und politisch gespaltenen Bevölkerung sehr unterschiedlich. Da würde mich interessieren, ob da gibt es wahrscheinlich Parallelen, die man da ausarbeiten könnte. Frau Kurtenbach. Ja, vielen Dank. Ich denke, was für Lateinamerika noch mal ganz wichtig ist zu bemerken, ist, der Kalte Krieg in Lateinamerika ist ja eigentlich nicht vorbei. Also mit Kuba und mit diesem Beispiel Kuba und mit der Konfrontation zwischen Kuba und den USA und dem Bekenntnis einiger sozialer Gruppen oder politischer Akteure zu Kuba oder zu den USA lebt er fort, und er hat sich in den letzten Jahren gerade im Umfeld von Venezuela und dem Konflikt um den Chavismus nochmal sehr stark polarisiert. Und diese Polarisierung strukturiert dann natürlich auch die Debatte darüber, wer ist in Anführungszeichen Schuld, wer trägt die Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen, Ungleichheit und so weiter. Und da kann man in Lateinamerika eigentlich auch wieder eine ganz große Kontinuität sehen, weil fast alle Akteure scheinen sich diesem Diskurs oder dieser Polarisierung unterzuordnen. Also es ist fast nicht möglich, oder es gibt wenige Akteure, die sich dem entziehen können, und dann werden sie von beiden Seiten angegriffen. Ne? Und das ist unglaublich schwierig, und das ist für die nähere Zukunft in Lateinamerika aus meiner Sicht ein zentrales Problem für wirklichen Wandel,
denen auch viele zivilgesellschaftliche Akteure, also gerade Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsverteidigerinnen, dringend brauchen, um Veränderungen mit vorantreiben zu können. Und ich denke, das unterscheidet Lateinamerika vielleicht auch noch mal von anderen Regionen. Dann war Herr Croissant. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht zwei Punkte. Einmal direkt auf Ihre Frage und zum anderen auf die Anmerkung oder Frage von Frau Lenz. Vielleicht zunächst mit Frau Lenz. Das ist natürlich auch vollkommen richtig für große Teile, also nicht alle Länder in Ost- und Südostasien, einfach weil nicht alle auch Kolonien waren. Thailand war nie eine Kolonie, Japan war es nicht, China, Festlandchina war es auch nicht, jedenfalls nicht formal betrachtet. Aber in vielen Ländern wirkt das natürlich bis heute fort, in unterschiedlicher Art und Weise. Also ich glaube, die innergesellschaftlichen Konflikte, die die koreanische, südkoreanische Demokratie prägen bis heute, die lassen sich nicht erklären ohne den Rückgriff auf die japanische Kolonialzeit und dann, was Herr Eckel den innerkoreanischen Bürgerkrieg genannt hat, also die Auseinandersetzung zwischen antikommunistischen Nationalisten und kommunistischen Nationalisten in Südkorea, ähnlich in Bangladesch, die Prozesse, gescheiterte Prozesse der Aufarbeitung, aber auch die Autokratisierung einer formal demokratischen Ordnung, die 1990 entstanden ist, lässt sich in Bangladesch nicht erklären, ohne den Rekurs auf die unterschiedliche Wahrnehmung des Unabhängigkeitskrieges 1970-71 und die Rolle islamischer Akteure versus eher säkular orientierter Nationalisten. Also das spielt in vielen, nicht in allen Ländern, eine natürlich immer unterschiedliche Rolle, auch in Taiwan der Weiße Terror und jetzt eigentlich erst 30 Jahre nach Beginn der Demokratisierung die Forderung nach Aufarbeitung der Kuomintang-Zeit. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt zu der Frage des Mischungsverhältnisses zwischen internationalen und nationalen Einflüssen. Also es ist natürlich schon so, dass in der Mehrzahl der Systemwechselprozesse in Pazifischen Asien innergesellschaftliche Akteure, innergesellschaftliche Entwicklungen, innergesellschaftliche Interessen und innergesellschaftliche Strukturen die wesentlichen Parameter der Entwicklung in den 90er, 80er, 90er Jahre sind. Aber internationale Einflüsse spielen natürlich eine Rolle. Und hier ist insbesondere auch hervorzuheben, dass zwar die alte Ost-West-Konfrontation in der Region weg ist, aber die Systemkonfrontation oder der Systemkonflikt ist natürlich noch da, nur hat er eine neue Form angenommen. Das ist nicht mehr der Konflikt zwischen einem marxistisch-leninistisch orientierten, nationalistisch ausgerichteten Kommunismus versus einem westlich gesponserten Antikommunismus, sondern das ist natürlich der Systemkonflikt zwischen liberaler Demokratie und Marktwirtschaft und einem staatskapitalistisch-autoritären System chinesischer Prägung. Das ist der neue Systemkonflikt in der Region und der wird wahrscheinlich die Politik und auch die Frage der Demokratie oder Autokratie in der Region auf die nächsten Jahrzehnte vermutlich stark beeinflussen. Da gleich eine Frage, die wir aus dem Chat haben, nämlich wie lässt sich, weil wir diese internationalen Bezüge ja eben gerade hergestellt haben, wie lässt sich die Rolle Chinas als Garant für autoritäre Regime in Südostasien einschätzen? Hat die chinesische Staatsführung ganz konkret demokratische Regimewechsel abgesehen vom eigenen Land aktiv verhindert? Oder ist die chinesische Außenpolitik an der Stelle nach wie vor defensiv? Weder noch, würde ich jetzt antworten. Also die chinesische Außenpolitik ist zunehmend nicht mehr defensiv. Das kann man, glaube ich, so schon sagen. Sie ist nicht notwendigerweise aggressiv, also im südchinesischen Meer schon, in anderer Hinsicht nicht. Also sie ist sicherlich keine defensive Außenpolitik. Aber was man auch nicht sagen kann für Ost- und Südostasien, ist, dass es eine aktive Untergrabung demokratischer Strukturen in südostasiatischen Ländern gäbe, ein Hinarbeiten auf einen autokratischen Systemwechsel als Instrument der chinesischen Außenpolitik oder Regionalpolitik. Das kann man nicht sagen. Was man natürlich sagen kann, ist, dass die chinesische Regierung mit verschiedenen autoritären Regimen in Südostasien zusammenarbeitet, was einen Stützungseffekt auf diese Regime hat. Also Kambodscha ist ein Beispiel, Laos ist ein Beispiel, Myanmar ist ein ganz aktuelles Beispiel. Afghanistan wird vielleicht ein Beispiel werden, aber das ist dann Südasien. Aber man kann nicht sagen, dass China als ein schwarzer Ritter in der Region auftritt, der aktiv danach strebt, Demokratien zu untergraben. Das wäre, glaube ich, empirisch nicht richtig zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
als ich das Verhältnis von sozusagen internen Prozessen und internationalen Prozessen angesprochen habe, hat auch Gwendolyn Sasse die Hand gehoben. Und da kommt auch gleich noch mal eine Frage nach dem internationalen Einfluss auf die Revolution in Ost-, Mittel- und Osteuropa. Und zwar jetzt nicht nur im Blick auf Westeuropa oder die USA. Es könnten ja möglicherweise auch andere internationale Faktoren eine Rolle sein. Das gebe ich Ihnen noch mit auf den Weg zu all dem, was Sie ohnehin sagen wollten. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch kurz auf Ihre Frage, worauf wir den Akzent legen würden in der Analyse jetzt der Systemumbrüche in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion. Da wäre ich auch ganz bei anderen in dieser Runde. Ich würde auch den Akzent auf die gesellschaftlichen Veränderungen legen. Also das sind zum einen sind das politische Forderungen, die formuliert werden, aber es sind auch Prozesse, die wir unter einem auch vielleicht nicht unproblematischen Begriff der Modernisierung zusammenfassen können. Also ich würde selbst auch bei Erklärungsversuchen, warum dann 1991 die Sowjetunion zusammenbrach, internationale Faktoren als die Rahmen, wichtige Rahmenbedingungen. Dazu gehörte zum Beispiel, dass Rüstungsausgaben das sowjetische Budget immer stärker belasteten. Aber ich würde dennoch auf interne Entwicklungen, gesellschaftliche und wirtschaftliche, politische zeigen, die das maßgeblich beeinflusst haben. Und das setzt sich dann fort, also auch nach 89, nach 91, in den Ländern, in denen entweder ein weiterer oder mehrere Versuche eines politischen Wandels erfolgt sind. Da waren wieder die internationalen Bedingungen ein Rahmen und auch internationale Akteure, entweder aus Nachbarstaaten oder auch unter dem Stichwort Demokratieförderung aus verschiedenen westlichen Kontexten. Das war präsent, aber wir sehen Beispiele, in denen ein Wandel erfolgt ist und in anderen, wo es ähnliche Unterstützung oder Rahmenbedingungen gab, nicht. Also der Akzent bleibt, würde ich sagen, allgemein auf den internen Dynamiken und von außen wird der Rahmen etwas bestimmt oder Dinge werden ermöglicht oder verhindert. Ich wollte noch kurz auch auf einen Aspekt hinweisen, das wurde jetzt noch in meinem Kopf etwas bestärkt durch die anderen regionalen Einblicke. Ich glaube, und jetzt Osteuropa ist ja auch ein sehr dehnbarer, großer Begriff, und je nachdem, wie weit wir dann gehen werden, ich sage jetzt gerade immer Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion, um auch noch in Zentralasien mit dabei zu haben. Und manche ich glaube, die Bandbreite der Erfahrung ist einfach eine breitere, eine weitere. Also wir sehen im Baltikum sehr viel Bewegung von unten, keine Elitenkontinuität, überhaupt nicht. Dennoch aber, wenn wir das mit den Gedanken, die schon im Raume standen, zur Aufarbeitung und Erinnerung verknüpfen, auf jeden Fall auch eine hochpolitisch motivierte Erinnerung, die auch sehr weit weg ist von Transitional Justice. Und wir sehen in Zentralasien, keiner wollte die Unabhängigkeit und den Zusammenbruch der Sowjetunion, große Elitenkontinuität und natürlich oder auch in Russland selber eine ganz andere Art von Erinnerungskultur. Ja, und was ich eben kurz reingesprochen hatte, war, manche Länder würden sich auch eher als Mitteleuropa bezeichnen und nicht als Osteuropa. Auch da geht es ja sozusagen, wohin schauen verschiedene Regionen und die Diskurse in diesen Ländern. Carola Lenz. Ich würde gerne noch einen vergleichenden und diachronen Aspekt dieser Verflechtung von Akteuren ins Feld werfen. Und zwar, dass wir also bei den Unabhängigkeitsbewegungen zum Beispiel oder bei den Unabhängigkeitsmomenten und Politiken in Afrika sehr stark sehen können, dass da auch von Südostasien zum Beispiel gelernt wird und dass die Leute in denselben Metropolen studieren, also in den 50er, 40er, 30er, sogar 20er Jahren, ich glaube, das gilt für Südamerika genauso, gibt es einfach so Orte wie Paris, wie London, teilweise übrigens auch schwarze Universitäten in den USA, Lincoln University, wo diese Akteure, die dann später als Politiker auftreten, untereinander Freundschaftsnetzwerke aufbauen, die dann nachher politisch relevant werden. Die Imperien beobachten sich gegenseitig und sagen eben zum Beispiel, also wie die Briten machen wir es nicht oder wie die Franzosen sagen, wie wir es in Indochina gemacht haben, so dürfen wir es in Madagaskar auf gar keinen Fall machen. Und was ich glaube, was aber neu ist mit diesen veränderten Medien der Kommunikation, da kommt sozusagen wirklich eine Medienrevolution zum Tragen,
das seit, ich würde sagen, seit den 70er Jahren im Grunde genommen, teilweise schon durch Konferenzen, aber dann seit den 90er Jahren durch soziale Medien sehr viel stärker, durch E-Mails und so weiter, die in Häkchen Subalternen sich untereinander vernetzen, eben nicht mehr nur die politischen Eliten. Und Diskurse, die dann eben in einer Solidaritätsgruppe in Hamburg gemacht werden, sich beeinflussen lassen von dem, was in den USA diskutiert wird und dann umgekehrt wiederum selbst beeinflussen, was in Namibia vielleicht an Forderungen aufgestellt wird. Also ich glaube, da kriegen wir es so seit, weiß nicht, ob man da einen Zeitpunkt festmachen kann, aber seit den 90er Jahren kriegen wir es mit global reisenden Narrativen zu tun, die bei aller regionalen Unterschiedlichkeit von Veränderungen und Umbrüchen und langen Kontinuitäten sowas wie, Herr Eckler hat das am Beispiel der Menschenrechte gemacht, aber man könnte andere Topoi aufgreifen, die also für so eine globale Diskurslandschaft sorgen, innerhalb derer sich dann verschiedenste eben politische Eliten, aber auch Gegeneliten oder auch sich populär verstehende Gruppen verorten. Und da finde ich auch spannend, dass da die regionalen Zuordnungen dann überschritten werden. Also da wird eben ein Diskurs aus den USA oder aus Osteuropa dann jetzt auch eben für Afrika relevant gemacht und vice versa. Dabei lasse ich es mal. Ich glaube, da haben sich wirklich Dinge auch verändert in den letzten 30 Jahren oder beschleunigt oder intensiviert und auch verbreitert. Ältere Netzwerke, globale Netzwerke gibt es natürlich auch. Deshalb eine Frage eigentlich an mehrere Podiumsgäste hier per Mail nach der Rolle von bestimmten international agierenden Institutionen, in dem Falle ganz konkret der Kirchen und der Religionen, in den Systemumbrüchen. Wer möchte? Ja, Frau Kurtenbach, fangen Sie an. Ja, vielen Dank. Dann kann ich nämlich auch gleich was zur Aufarbeitung in Lateinamerika sagen. Also die katholische Kirche und zum Teil auch die traditionell, also die lutherische Kirche, also nicht die evangelischen oder evangelikalen Kirchen in Lateinamerika, haben zu Zeiten der Militärdiktaturen eine große Rolle gespielt, nicht nur teilweise in der Rechtfertigung dieser Diktaturen, sondern zum Teil eben auch als Organisationen, die zivilgesellschaftlichen Akteuren und Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten Schutz geboten haben. Also die katholische Kirche war in vielen Ländern so ein Schirm, unter dem sich diese Gruppen nicht gefahrlos, aber doch relativ gefahrlos organisieren und treffen konnten. Von daher haben die Diözesen und gerade die Menschenrechtsorganisationen der katholischen Kirche bei diesen Systemumbrüchen eine große Rolle gespielt. Aber wie bei den Pakten insgesamt auch, ist auch die Aufarbeitung natürlich davon betroffen, dass es diese Elitenkontinuität gab. Also wir haben in Lateinamerika ganz viele, auch international sehr bekannte Beispiele für die Dokumentation dieser Menschenrechtsverbrechen, also angefangen von dem Bericht in Argentinien, Nunca Más, Nie Wieder, über die Rettig-Kommission in Chile bis hin zu den Berichten über die Verbrechen während der internen Kriege in El Salvador, vom Wahnsinn zur Hoffnung tituliert, oder eben Erinnerung an das Schweigen in Guatemala. Das sind unglaublich wichtige Dokumente und Referenzpunkte für die zivilgesellschaftlichen Akteure. Und gerade Guatemala ist ein Beispiel, wo dann ein unzureichendes Mandat dieser offiziellen Wahrheitskommission dazu geführt hat, dass die katholische Kirche in den ganzen Gemeinden noch mal das selber erhoben hat, mit Leuten gesprochen. Ich glaube, es sind 10 Bände, die da stehen an wirklich Dokumentation dessen, was passiert ist. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Strafverfolgung dieser Verbrechen nur punktuell passiert ist. Also Argentinien hat da eine Vorreiterrolle gespielt, weil Argentinien das erste Land war, wo dann auch Militärs vor Gericht gestellt wurden. Das hängt dann aber auch immer mit der Art des Umbruchs zusammen. Also Argentinien ist insofern ein Sonderfall in der Region, weil das Militär nach einem verlorenen zwischenstaatlichen Krieg mit Großbritannien abtreten musste. Von daher hat es in Argentinien eben das Militär nicht oder nur begrenzt geschafft, seine Macht oder seine Stellung
Einstellung in die Demokratisierung hinüber zu retten. In anderen Ländern gibt es auch punktuell Versuche oder gab es immer wieder Versuche, zum Teil auch Erfolge der Verurteilung. Also Guatemala ist da eine sehr interessante Erfahrung. Das einzige Land, wo ein Genozid im Land selber verhandelt wurde vor einem guatemaltekischen Gericht, auch wenn das Urteil dann 10 Tage später wegen angeblicher Verfahrensfehler kassiert wurde von einer höheren Instanz. Und diese Menschenrechtsaufarbeitung oder auch die dort, wo es Strafverfolgung gab, hat auch dazu geführt, dass sich massiver Widerstand organisiert hat. Also von Eliten, die daran eben überhaupt kein Interesse hatten, die dann auch versuchen, nicht nur diese Prozesse zu verhindern, sondern die eben auch versuchen, die Gerichte, die Unabhängigkeit der Gerichte, die es dann ja zum Teil in der Demokratisierung gab oder die gestiegen war, das wieder zurückzudrehen. Noch ein letzter Satz. Es gibt im Moment gerade den aktuellen Prozess der Sonderjustiz für den Frieden in Kolumbien, der hier sehr innovativ ist, weil er ähnlich wie in Südafrika eben für einen Beitrag an der Wahrheitsfindung Strafnachlass verspricht. Das ist das eine. Innovativ ist aber auch, dass hier die Opfer aktiv mit einbezogen werden. Also es gibt Anhörungen bei der Sonderjustiz und es gibt auch bei der Wahrheitskommission Anhörungen, wo Opfer dann auch den Tätern, die dort berichten, Fragen stellen können. Und das ist auch nicht einfach, das ist schwierig, aber ich denke, das ist schon eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit sehr nah am formalen Ende dieses Krieges, die sie als ihresgleichen sucht in anderen Regionen. Und auch das ist natürlich umstritten, weil die Gewalt in Kolumbien gerade gegen Menschenrechtsverteidigerinnen, Menschenrechtsverteidiger nach wie vor anhält. Also diese Konfliktivität dieser Aufarbeitung ist aus meiner Sicht umso größer, je näher es an den eigentlichen Ereignissen noch dran liegt. Also das ist vielleicht auch ein Grund, warum es in manchen Regionen dann doch immer deutlich länger gedauert hat. Das ist ein wichtiger Punkt, über den wir nachher gleich noch mal sprechen müssen. Wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass in einer Gesellschaft sowohl eine rechtliche Aufarbeitung als auch eine gesellschaftliche Verständigung stattfindet? Wie viel Zeit müssen sich die Gesellschaften lassen, beziehungsweise wie dringend muss das gelöst werden? Wir sind eigentlich noch bei der Rolle von Institutionen gewesen im Prozess der Umbrüche, im Konkreten bei Religionen. Herr Croissant hatte sich dazu gemeldet. Ja, also aus Perspektive oder mit Blick auf meine Region ist natürlich eher der Fokus ein bisschen zu weiten auf die Rolle von religiösen Autoritäten. Denn die christlichen Kirchen, katholische Kirche, spielt natürlich auf den Philippinen und in Timor-Leste eine ganz zentrale Rolle, aber ansonsten nicht so sehr in der Region. Also religiöse Autorität natürlich in beiden Phasen von Systemumbrüchen, die wir diskutiert haben, eine wichtige Rolle gespielt. Einmal in der Phase der Unabhängigkeit von westlicher Kolonialherrschaft oder auch als Träger eines anti-japanischen Nationalismus. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die christlichen Kirchen in Korea etwa in der Phase zwischen 1910, 1912 und 1945 sehr stark expandiert sind, weil das natürlich auch ein Instrument des Nationalismus war. Und Osttimor hatte zum Zeitpunkt der Übernahme durch Indonesien ungefähr 1/4 der Bevölkerung war katholisch, 1999 3/4. Also ein Anstieg von 25% auf 75%. Der Katholiken Osttimor, weil die Kirche natürlich ein Symbol für nationale Identität geworden ist, von einem Symbol der portugiesischen kolonialen Unterdrückung hin zu einem timoresischen Nationalismus, denn das war die einzige Institution, die dieses kleine Stückchen Insel am Ende der Welt international eigentlich vertreten und vernetzt hat. Also religiöse Autoritäten spielen hier eine sehr wichtige Rolle, aber das sind eben dann häufig nicht christliche katholische Kirche oder protestantische Kongregationen in Korea und Taiwan, sondern das sind natürlich dann andere Religionsgemeinschaften und andere Autoritäten. Und die spielen mit Blick auf die Aufarbeitung Transitional Justice, Übergangsgerechtigkeit, dann aber eine relativ geringe Rolle, muss man wiederum sagen. Gwendolyn Sasse?
Ich wollte kurz beim Thema Religion auf die erste Reise von Johannes Paul II. Nach Polen 1979 erinnern, wo er sich mehr oder weniger selber eingeladen hatte. Und ich glaube, die Bedeutung dieser Reise und auch dann das in einen viel größeren, auch internationalen Kontext zu stellen, das kann man kaum unterschätzen. Und ein Jahr später wurde Solidarność gegründet und er predigte, habt keine Angst. Also die Wirkung davon ist kaum zu unterschätzen. Und dann verbindet es sich eng mit dem Umbruch, der Forderung nach Veränderungen und auch der nationalen Identität hatte es zuvor auch schon. Aber das war so ein wirklich wichtiger Moment, der aber auch dann über Polen hinaus wahrgenommen wurde und wichtig war. Ansonsten ist, glaube ich, wenn man jetzt nochmal über die osteuropäische Region verallgemeinern spricht, ist natürlich das kommunistische Modell, sollte ein säkulares sein. Das war es nicht überall, aber gerade in der Sowjetunion, vielleicht vom Baltikum und Teilen der Ukraine abgesehen, es gab natürlich verschiedene Religionen, auch die orthodoxe Kirche sehr wichtig, Islam, aber es war untergeordnet. Also die Religionen hatten mit Ausnahme in der Ukraine und im Baltikum, wo es mit der Opposition sich verband, hatte es eher systemtragende Bedeutung und dann auch im Umbruch eine Anpassung an das, was kam oder hat eine neue Dynamik zum Teil gewonnen, aber war damit nicht mit dem Umbruch oder dem auf den Umbruch hinwirken, auf diese Dynamik damit verbunden. Wie säkular, Carola Lenz, verstanden sich die Eliten in dem Prozess sozusagen der Unabhängigkeit in Afrika? Und wie ging das weiter? Blieben das weiter säkulare Diskurse? Also durch die lange Verflechtung von Missionen im Kolonialismus in Afrika ist die Rolle von Kirchen da sehr viel ambivalenter, glaube ich. Erstens sehr viel heterogener. Es gibt dann in den Ländern selbst, wie wenn wir jetzt nur mal so ein Beispiel wie Ghana nehmen, eben alle Denominationen und es gibt vor allen Dingen auch lokale Aneignungen und Weiterentwicklungen der Weltkirchen vor Ort. Aber auch wenn wir auf so ein Beispiel wie Namibia schauen oder Südafrika, dann ist es ja keineswegs so, dass man von einer befreiungstheologischen durchgängigen Rolle der Kirchen für die Befreiungsbewegungen da sprechen kann. Also teilweise ja, teilweise nein. Also das waren innerkirchliche Konflikte, die sehr stark waren. Insofern bin ich mir nicht sicher, welche Rolle die Netzwerke da gespielt haben. Also die evangelische Kirche weltweit war sicherlich für Befreiungsbewegungen in Namibia eine wichtige Instanz, aber natürlich nicht die gesamte evangelische Kirche. Das ist ja auch ein sehr, sehr differenzierter Verband. Bei anderen afrikanischen Ländern bin ich mir da sehr viel unsicher, wenn wir jetzt in diese historische Zeit des Kolonialismus gehen. Meine nordghanaischen Forschungen haben ergeben, dass also die Katholiken und die Priester eigentlich davor gewarnt haben vor dieser Unabhängigkeit. Also das sind jetzt kommunistische Umtriebe und da muss man ganz vorsichtig sein und so weiter. Also da gibt es wirklich alle Varianten. Insofern spielt vielleicht die Kirche für die Unabhängigkeitsmomente 1960 in Afrika generell nicht so eine große Rolle, eine stärkere Rolle dann vielleicht eher für diese Bewegungen, die sehr viel später kommen, also die in den Ost-West-Konflikten eingebettet sind, also wie eben Südafrika und Namibia. Insofern wäre ich da etwas zögerlich. Ich glaube, andere Netzwerke waren da wichtiger. Also durch Studium entstandene Netzwerke in Studentenvereinigungen, panafrikanische Assoziationen, die Union der Blockfreien und so weiter. Aber ich bin da zurückhaltend, weil ich sehe da einfach sehr, sehr heterogene Bedingungen in den verschiedenen Ländern. Wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, wir reden zwar neutral über Umbrüche, aber wir nehmen natürlich in den Blick gelingende Umbrüche, die Möglichkeiten von auch Individuen vergrößern. Also nicht einfach die Ablösung, ich sag mal, einer autoritären Struktur durch eine andere autoritäre Struktur. Wo würden Sie in den Feldern, auf die Sie blicken, sagen, das sind die Bedingungen, unter denen etwas gelingen kann, nicht gelingen muss? Das ist jetzt so wahrscheinlich die 100.000-Dollar-Frage für die Umbrüche. Also,
Herr Croissant hat sich als erstes gemeldet, Frau Kurtenbach anschließend. Ja, meine Reaktion oder Antwort auf die Frage hätte zwei Teile. Der erste ist höchst unbefriedigend für Sie vermutlich, nämlich es gibt nicht das Set oder die einzelne Variable, die notwendig oder hinreichend ist für den Erfolg von Systemumbrüchen von einer Menschenrechte nicht achtenden und nicht partizipativen, also autoritären, hin zu einer stärker partizipativen, stärker rechtsstaatlichen, vielleicht auch stärker demokratischen Ordnung. Also es gibt weder eine einzelne notwendige noch eine einzelne hinreichende und auch keine notwendige und hinreichende Bedingung. Das, glaube ich, kann man nicht sagen. Es gibt natürlich schon Konstellationen von Faktoren, die es leichter machen oder förderlicher sind für das Gelingen von solchen Umbrüchen oder die das Gelingen solcher Umbrüche schwieriger machen. Und die sind vermutlich dann auch noch mal von Region zu Region unterschiedlich gestaltet. Also ich denke, die Sabine Kurtenbach hat das schon angeführt oder angesprochen, für den Übergang selbst sind vermutlich verhandelte Politiklösungen, zwischen den Eliten verhandelte Politiklösungen förderlicher als von unten vielleicht auch noch gewaltförmig oder mit Elementen von Gewalt kombinierte Regimeumstürze. Also Revolution ist immer so ein schöner Begriff, irgendwie wird das ja bei uns doch häufig positiv konnotiert, demokratische Revolution, nicht Revolution, das klingt nach sozialer Veränderung. Im Kontext von demokratischen Transformationsprozessen sind aber Revolutionen dann häufig doch ein bisschen problematisch, weil natürlich die Politik erstmal auf die Straße verlagert wird. Und Demokratisierung meint ja die Einführung von Institutionen. Also die Rückverlagerung von politischen Prozessen teilweise in die Institutionen hinein. Insofern, also solche elitenverhandelten Formen des Übergangs sind für den Übergang selbst vielleicht erstmal doch häufig vorteilhafter. Die sind dann aber natürlich später in der Phase der Vertiefung der Demokratie, also sozusagen der Demokratisierung der Demokratie. Da sind die dann oft problematisch, weil diese elitenverhandelten Transitionen häufig eben dann auch zur Kartellisierung von Politik und Staat und Wirtschaft beitragen. Also das ist sicherlich ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, glaube ich, die Polarisierung von Identitäten, von ethnischen Konflikten. Nicht ethnische oder identitäre Diversität an sich ist hinderlich, sondern die Polarisierung von ethnischen oder religiösen Identitäten. Das ist sicherlich eher ein hinderlicher Faktor. Schwacher Staat ist immer schlecht für Demokratie. Starker Staat kann aber auch schlecht sein, weil ein starker Staat natürlich auch einem autoritären Regime die Zwangsressourcen an die Hand gibt, um Opposition zu unterdrücken. Aber wenn erstmal der Übergang geschafft wurde von der Nicht-Demokratie zur Demokratie, dann ist sicherlich eine funktionierende Staatlichkeit doch eine vorteilhafte Bedingung in verschiedener Hinsicht. Also wenn Sie so einen Aufarbeitungsprozess erstmal organisieren wollen, dann brauchen Sie natürlich schon die Fähigkeit, auch solche Verfahren und Institutionen schaffen zu können, Partizipationsmöglichkeiten zu bieten. Das setzt natürlich ein Minimum an staatlicher Handlungsfähigkeit auch voraus. Ja. Also das vielleicht ein paar Überlegungen. Aber die eine Kombination oder den einen Faktor, den brauchst oder dann reicht's, ich glaube, das gibt's leider nicht. Also würde ich behaupten. Sabine Kurtenbach. Danke, dem kann ich mich nur vollends anschließen. Ich würde vielleicht noch mal gerne zwei Beispiele nehmen. Das eine, Kolumbien, ein Land, das ja in dem, also streng genommen, keinen Umbruch erlebt hat, weil es trotz 50 Jahren internem Krieg immer formal demokratisch war. Indem wir aber sehen können, dass so eine Demokratisierung oder eine Ausweitung der Demokratie ganz wesentlich an zwei Faktoren, die miteinander interagieren, festgemacht werden kann. Das eine ist, Kolumbien hat seit mittlerweile 30 Jahren eine der progressivsten Verfassungen in Lateinamerika, die sehr stark dazu beigetragen hat, Menschenrechte, Grundrechte zu stärken. Das hat dazu geführt, dass die ohnehin aktive Zivilgesellschaft in Kolumbien in den letzten 30 Jahren ihren Handlungsspielraum konsolidieren und ausweiten konnte, trotz zum Teil sehr widriger Umstände. Also das eine eben dieser anhaltende Krieg, dass eben diese zivilgesellschaftlichen Akteure immer auch Zielscheibe von unterschiedlichen bewaffneten Akteuren des Staates, aber auch nicht staatlicher Gruppe waren. Und das sind so zwei Faktoren, die sehr wichtig sind. Wenn wir jetzt mal auf andere Beispiele gucken. Nicaragua ist ja so ein Beispiel eines revolutionären Umbruchs. Da haben wir ja dann einen
eine siegreiche Revolution, die auch zur Demokratisierung führt, dann zum neuen Krieg. Und im Vergleich zu El Salvador oder Guatemala, wo wir diese verhandelten Übergänge haben, war bei den Institutionen, gerade bei den Sicherheitskräften, Nicaragua eigentlich immer das positive Beispiel, weil die nämlich nicht bestehende Institutionen schlecht oder gar nicht modernisiert und reformiert haben, sondern es gab eine neue Polizei, es gab ein neues Militär, die wirklich professionalisiert oder professionell waren, die unpolitisch waren und die Sicherheit eben zunächst vor allem der Bürgerinnen und Bürger versucht haben zu sichern. Wir sehen in Nicaragua aber in den letzten 10, 15 Jahren auch einen Prozess, der all dieses wieder zunichte macht. Und von daher ist Nicaragua so ein Beispiel, wo wir heute wieder in der Situation sind wie 1979. Also wir haben wieder eine Familiendynastie an der Macht, die Opposition unterdrückt, die repressiv ist und jeden zivilen Wandel verhindert. Das Problem ist, auch El Salvador oder Guatemala befinden sich in so einer ähnlichen Schieflage oder auf dem Weg dahin wieder zurück in die 70er Jahre. Und das sind so Prozesse, dieses Hin und Her, wo ich auch denke, was Herr Erkel vorhin gesagt hat, hat mir aus der Seele gesprochen. Wir müssen eigentlich wirklich diese Longue Durée betrachten. Wo hat es Optionen für Wandel gegeben, der dann auch nachhaltig werden kann und nicht nur auf der formalen Ebene stattfindet? Also was sind die Bedingungen für substanzielle Veränderungen, die Grundstrukturen oder die Grundkonflikte einer Gesellschaft auch bearbeiten helfen? Auf die lange Dauer komme ich gleich auch noch mal zu sprechen. Gwendolyn Sasse. Ja, ich hatte ja kurz vorhin auf das Belarus-Beispiel, was sich seit dem letzten August dort abspielt, hingewiesen. Und ich glaube, daraus können wir, auch wenn ich dem Beispiel stimme, dass es kein eines Rezept gibt, aber ich glaube, wir sehen dort wichtige Elemente, die erforderlich sind, um einen, wenn es jetzt um einen demokratischen Systemumbruch geht, gegeben sein müssen. Und wir sehen sie gerade in Belarus nicht. Und zwar ist, glaube ich, der entscheidende Moment, ob Schlüsseliten sich eher auf die Ungewissheit einer Transformation einlassen oder ob sie eben loyal zum Regime bleiben. Und insbesondere sind das Schlüsseliten aus der Politik, aber ganz besonders auch aus dem Sicherheitsapparat. Und ich glaube, wir haben auch noch gar nicht in der Diskussion viel über die sehr unterschiedlich institutionalisierte Rolle des Militärs in verschiedenen regionalen Kontexten gesprochen. Das natürlich auch eine große Bedeutung. Aber wir sehen hier zum Beispiel ein Beispiel, dass trotz einer Massenmobilisierung, die wirklich rar ist in dieser Form, wie wir sie sehen oder gesehen haben und über einen längeren Zeitraum, und das von dem Hintergrund, wo eigentlich eine Zivilgesellschaft und auch das Gefühl nochmal von einem Staat und einer Nation eigentlich sich jetzt stark erst gerade vor unseren Augen entwickelt hat, und also diese institutionelle Rückkopplung gar nicht so da war vorher, sehen wir doch, dass das alleine reicht es nicht aus. Und diese Schlüsseliten, die haben da eine große Bedeutung. Und deshalb ist ja auch diese Idee vom Elitenpakt, dass dann, wenn alle Seiten merken, das hat nicht unbedingt was mit Demokratie zu tun, wenn alle Seiten merken in der Idee eines Pakts, wir können unsere eigenen Interessen so nicht verfolgen, wir müssen uns einigen. Und dann kann das zur Demokratisierung führen, muss es aber auch nicht. In der breiteren Osteuropa-Region ist es sehr schwierig, auf Elitenpakts hinzuweisen. Also die Roundtables, die gab es in Ostmitteleuropa, aber die waren auch sehr schnell überholt. Von daher sind sie also, glaube ich, gar nicht vergleichbar mit denen in Lateinamerika. Aber ich wollte vor allem auch auf diese Rolle von Schlüsseliten, die ihr Risiko abwägen, betonen. Carola Lenz hat viel geschrieben, dann hat sie mal die Hand gehoben, dann hat sie die Hand wieder gesenkt. Aber ich denke, Sie möchten auch dazu. Ja, ich kann dazu schon was sagen, wobei, wie gesagt, wir hatten uns ja im Vorgespräch ein bisschen auf die Frage der Kolonisierung, Dekolonisierung, Kolonialzeit bezogen. Jetzt geht es eigentlich um ein anderes Thema. Es geht ja jetzt um Systemveränderungen und Umbrüche, die also in der postkolonialen Zeit sind. Aber was vielleicht interessant ist, weil wir in Afrika ja nach einer im Grunde genommen mit Lateinamerika vergleichbaren Welle der Demokratisierung in den 1990er Jahren jetzt massiv an verschiedensten Orten Demokratie, Ende, Brüche. Man denke nur an Mali, man denke an Niger, man denke an Kongo und so weiter, zu sprechen kommen. Da gibt es eine lebhafte Debatte
innerhalb der afrikanischen Intellektuellen und Politiker, aber natürlich auch von externen Beobachtern, welche Anteile eigentlich, welcher Abschnitt der Geschichte an dem gegenwärtigen Staatsversagen oder relativ erfolgreichen System wie, sagen wir mal, Ghana wäre jetzt so ein Beispiel, was gerne gefeiert wird, als stabile Demokratie hat. Also wo muss man eigentlich hinschauen, wenn man die Faktoren des Erfolgs oder des Staatsversagens da sehen will? Und da würde ich meinen Vorrednern insofern zustimmen, als man da wirklich auf die Longue Durée meines Erachtens schauen muss. Das ist zwar so ein beliebtes Blame Game, dass man sagt, der Kolonialismus hat Schuld und er hat sozusagen sämtliche Strategien in Szene gesetzt, die dann auch mit State Capture, also mit Gefangennehmen des Staats für eigene politische und wirtschaftliche Zwecke einhergehen. Das hat alles der Kolonialismus geschaffen. Aber Tatsache ist, wir finden einfach Länder wie Ghana oder auch einige andere, wo wir eine relativ lange auch schon vorkoloniale staatliche Tradition haben. Und ich glaube, am Ende kann man drauf schauen, wie eigentlich dieser Sozialvertrag von Bürgern und Staat organisiert ist. Und das ist in verschiedenen Ländern sehr, sehr unterschiedlich in Afrika und hat eine große zeitliche Tiefe eigentlich. Ich glaube wiederum auch nicht, dass es jetzt alles in der vorkolonialen Zeit gebacken ist. Das ist so eine beliebte politikwissenschaftliche Aufgabe auch, ob das jetzt alles aus dem 19. und früheren Jahrhunderten kommt und wer es da sozusagen nicht zu einem staatlichen System gebracht hat, der bringt es im 20. und 21. Jahrhundert auch nicht dazu. Also ich glaube, das ist es auch nicht. Aber die lange Dauer spielt eine Rolle. Und was mir noch wichtig wäre im Zusammenhang mit Erinnerungsarbeit, ist, dass in jedem Fall dieses Unabhängigkeitsmoment als so das große Versprechen gesehen wird und auch populär so wahrgenommen wird und immer wieder auch aufgeweckt wird in Einforderungen von politischer Veränderung. Wir sind unabhängig, es wird dann gewendet, wie wir müssen unser Schicksal auch in die eigene Hand nehmen. Es kann nicht sein, dass wir heute noch im Kolonialismus dafür die Schuld zuweisen, dass manche Dinge bei uns nicht funktionieren, die Verwaltung die Bürger nicht erreicht und so weiter. Es gibt andere, die sagen eben, Unabhängigkeit wurde angeeignet und zu egoistischen Zwecken von den politischen Eliten instrumentalisiert. Wir müssen jetzt eine populäre demokratische Beteiligung finden. Es gibt eine Feier von indigenen politischen Traditionen. Also es wäre viel besser, nicht eine westliche Demokratie zu nehmen, sondern ältere Traditionen der Mitsprache oder auch der Königtümer wiederzubeleben. Also da gibt es eine lebhafte Debatte, aber sie zentriert sich immer wieder auf diesen Moment des großen Versprechens mit der Unabhängigkeit wird jetzt vieles gut. Und ich glaube, das ist insofern spannend, als da eben so ein historischer Moment, der jetzt nun ja auch schon 60 Jahre zurückliegt, immer wieder aufgerufen wird, um politische Bewegungen zu legitimieren, um politische Umbrüche zu unterfüttern und Rechte einzuklagen. Und zugleich haben wir aber diese lange Dauer, wo man sagen kann, Unabhängigkeitsprozesse sind ganz unterschiedlich ausgeführt worden in der nachkolonialen Zeit in Ländern, die bereits so etwas wie eine relativ etablierte, funktionierende Verwaltung hatten. Und welchen, wo die Kolonialregierung eigentlich ein extraktives System war, die sich eigentlich nicht darum bemüht haben, in der Fläche wirklich auch einen präsenten Staat mit Besteuerung der Bürger und so weiter zu etablieren. Also da gibt es einfach die Unterschiede, die sich dann auch mit der nachkolonialen Zeit nicht auflösen. Auch wenn Sie viel jetzt alle mir sagen, sowohl als auch, deshalb noch mal diese Frage, und ich würde bei Frau Lenz noch mal anfangen, diese Frage nach der Rückbesinnung auf im Falle von Afrika vorkoloniale Geschichte, aber eben auch auf alte Staatlichkeiten. Wie stark spielt das im Moment der Umbrüche eine Rolle oder ist das etwas, was möglicherweise zur Legitimation auch später wieder dazukommt? Wir können das ja... Wir haben das Beispiel Ukraine ja gehört, wo es ja auch um die Frage geht, wann ist eigentlich das Nation Building der Ukraine abgeschlossen gewesen? Wie stark gibt es Rückbezüge auf alte Geschichte? Ist das eigentlich in dem Moment, in dem sich Geschichte beschleunigt, überhaupt ein Thema? Oder ist das etwas, was im Nachhinein dann
auf diese Ereignisse, auf diese Umbrüche als Erläuterung, als Erklärung aufgesetzt wird? Weil Sie mich jetzt direkt ansprechen, wir finden viele Beispiele, zum Beispiel Madagaskar, wo von vornherein im Moment der Unabhängigkeit gesagt wird, wir waren im 19. Jahrhundert vor der französischen Kolonisierung ein souveräner Staat und wir gewinnen jetzt die Unabhängigkeit wieder. Das ist das Narrativ, was in Madagaskar seit 1960 massiv schon einsetzt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in keinem afrikanischen Fall und auch nicht in Madagaskar ist die neu gewonnene unabhängige Nationalstaatlichkeit in den Grenzen geografisch-territorial identisch mit irgendeinem vorkolonialen politischen Gebilde. Und diese wiedergewonnene Souveränität in Madagaskar ist ein Diskurs des Merina-Königtums. Und das Merina-Königtum wird von den Bevölkerungen an der Küste stark dafür kritisiert, dass sie sie versklavt haben und unterdrückt haben. Und die Frage war dann genau bei der politischen Elite 1960, wie stark dürfen wir diesen Rekurs auf das Merina-Königtum als sozusagen Vorläufer der neu gewonnenen Unabhängigkeit eigentlich machen, wenn wir diese Küstenbevölkerung mit integrieren wollen und mit dabei haben wollen. Und deswegen wurde das dann auch zum Teil wieder zurückgefahren oder es war immer kontrovers. Und so könnten Sie in Ghana dasselbe finden für das Ashanti-Königreich. Ich arbeite im Norden des Landes und jeder würde sagen, Gottes Willen, also wir waren die ehemaligen Sklaven der Ashanti. Also bitte, ja, Ghana ist nicht ein reinkarniertes Ashanti-Königreich, aber Ghana wäre wieder ein Beispiel, wo man auch genau diesen Landesnamen Ghana wählt. Es hieß ja vor, also Goldküste und dann gab es die Schutzterritorien, die dazugehörten. Warum der Name Ghana, ein mittelalterliches Reich am Nigerbogen? Ja, eben genau kein Reich, was auf dem Territorium von Ghana liegt, weil genau das also enorm konfliktreich und spaltend gewesen wäre. Also darum ein Reich, was möglichst weit weg ist. Und dann wurden Immigrationsgeschichten konstruiert, dass also aus diesem ehemaligen Königreich Ghana am Nigerbogen, tausende von Kilometern entfernt, Einwanderer das aktuelle Ghana auch mit gegründet hätten. Also Sie sehen, diese Verweise auf vorkoloniale Geschichte bergen fast mehr Spaltungspotenzial als Einigungspotenzial. Es ist sehr, sehr ambivalent und umstritten. Gwendolyn Sasse, möchten Sie dazu? Ja. Ja, gerne. Es wieder mal variiert ist, aber es ist ganz klar, im Baltikum und in Ostmitteleuropa hat man sich vor allem erstmal auf die nicht so weit entfernte Geschichte bezogen. Also die Unabhängigkeit in der Zwischenkriegszeit, das war der logische Bezugspunkt, mit dem man auch argumentiert hat. Und dann war es aber auch damit Unabhängigkeit verbunden, in Ostmitteleuropa und im Baltikum ganz stark die Idee von Europa. Also vielleicht erinnern wir uns an Kunderas Artikel, wo es darum geht, wir sind Europa und auch Europa wachzurütteln, dass man die Wahrnehmung ändern müsste und dass sie einen Platz wieder einnehmen, den sie auch in der Geschichte schon hatten. Der direktere und vielleicht auch dann für die Zeitzeugen, Zeitzeuginnen nachvollziehbare Bezugspunkt war dann erstmal der am nächsten lag. Aber natürlich geht es dann auch weiter in die Geschichte zurück. In einem Land wie der Ukraine ist es etwas komplizierter. Vielleicht insgesamt in der ehemaligen Sowjetunion war in den Teilen, in denen man Unabhängigkeit wollte, wurde auch zuerst als Souveränität bezeichnet. Das hieß noch nicht mal Abspaltung zuerst. Das war so im sowjetischen Diskurs so ein Schritt in Richtung volle Unabhängigkeit, weil die sowjetische Verfassung von souveränen Republiken sprach. Da wollte man erstmal Entscheidungshoheit haben. Das war also nicht, also schon in Dissidentenzirkeln und in einigen gesellschaftlichen politischen Netzwerken war das schon gleich auch mit Bezügen auf die Geschichte und dass es jetzt um eine Unabhängigkeit, die man endlich herstellen wollte, die bisher, da gibt es nicht so viele Bezugspunkte, wo das wirklich mal über einen längeren Zeitraum in der Ukraine der Fall gewesen wäre und schon gar nicht im jetzigen staatlichen Gefüge. Aber es ging vor allem erstmal um Entscheidungshoheit und dann im Nachgang, aber dann hatte man Unabhängigkeit und das wurde dann sehr wichtig. Und jetzt wird es auch historisch zurückprojiziert und führt dann, das meinte ich vorhin mit, das ist nicht alles zu
wirklich reflektierter Historiografie führt im Sinne einer Aufarbeitung. Also es ist kennen wir auch aus Polen, aber auch in der Ukraine, Institute des nationalen Gedenkens, Erinnerungsgesetzgebung, die gewisse Arten des Erinnerns und auch zum Teil des Arbeitens, wissenschaftlichen Arbeitens zu Themen strafbar macht. Es gibt es sowohl in Polen als auch in der Ukraine, als auch in Russland, wo jetzt die Verfassung ist, schon verbietet, dass man, so steht es dort, das Heldentum im Russen Vaterländischen Krieg in Frage stellt. Also es geht sehr weit, aber in der ganzen Bandbreite von demokratischen oder demokratischeren Ländern bis hin zu autoritären Staaten ist diese Art der Erinnerungsgesetzgebung in Osteuropa sehr verbreitet. Ja, Frau Kurtenbach? Ja, ich denke, in Lateinamerika haben wir da eine ganz andere Situation, weil ja die indigenen Gemeinschaften erstmal von in der Kolonialzeit so, also extremst dezimiert wurden durch Krankheiten, durch Gewalt und anderes. Was wir in Lateinamerika aber sehen, ist, dass es nicht im Umbruch Rückgriff auf indigene Traditionen und Modelle gibt, sondern dass der Umbruch Raum schafft, dass hier Handlungsoptionen entstehen. Also gerade wir haben dann große indigene Mobilisierungen gesehen in den Ländern, die auch eine indigene Mehrheit oder zumindest eine signifikante Minderheit haben. Also in Ecuador sind die indigenen Gruppierungen ja dafür bekannt, dass sie 3 Präsidenten durch massiven Protest auf den Straßen gestürzt haben wieder. Das Bild von Evo Morales, der sich am Heiligen Berg vereidigen lässt und nicht nur im Präsidentenpalast bei seiner ersten und zweiten Präsidentschaft, ist auch durch die Weltpresse gegangen. Ich denke, das ist das eine, das Politische, dass es jetzt Akteure gibt, die das auch instrumentalisieren, weil Evo Morales ist auch nicht der indigene Führer, den er dann vielfach gibt. Das Zweite, wo das in Lateinamerika eine Rolle spielt, ist im Umgang mit den Defiziten der Demokratisierung, also gerade beim Thema Ungleichheit und Marginalisierung von indigenen Bevölkerungsgruppen. Also dieses Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, das in ganz Lateinamerika bei marginalisierten Bevölkerungsgruppen, aber auch dann eben als Gegen- oder auch von Ecuador dann von Rafael Correa als Gegenmodell zu diesem neoliberalen Wirtschaftssystem hochgehalten wurde. Und da hat die Demokratisierung dann schon Handlungsoptionen vergrößert. Es ist dann auch sehr interessant zu sehen, dass in Ländern, die ja so erfolgreich sich demokratisiert haben wie Chile, die Mapuche, eine relativ, also zahlenmäßig kleine, aber sehr wichtige Minderheit indigener Bevölkerung im Süden des Landes, die historisch unterdrückt wurden, aber auch von demokratischen Regierungen unterdrückt wurden. Jetzt in der verfassunggebenden Versammlung hat eine Mapuche den Vorsitz, was aber letztlich ein historischer Zufall wieder ist, weil die traditionellen Eliten auch hier nicht mobilisiert haben bei der Wahl oder viele Leute sind nicht hingegangen bei dieser Wahl zur verfassunggebenden Versammlung. Also da entstehen dann neue Mehrheiten und Zufälligkeiten, die auch wieder Beteiligung ermöglichen, die vorher undenkbar war. Und Aurel Croissant hat die Hand gehoben. Ja, das ist natürlich jetzt für die Region Ost-Südostasien schlicht nicht einheitlich zu beantworten. Also grundsätzlich kann man natürlich, glaube ich, schon sagen, dass es sowas häufig gibt wie historische Vorleistungen, die dann im Prozess der Vorstellung einer nationalen Gemeinschaft aufgegriffen werden für Zwecke der Nationen- und Staatsbildung. Das kann mal die soziale Kohäsion von Gesellschaften stärken und letztlich auch zu einer erfolgreichen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit beitragen. Das kann natürlich auch ganz schreckliche Folgen haben und unterscheidet sich, also um nur die Kontraste darzustellen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich mit Korea, Südkorea ein Land oder die koreanische Gesellschaft. Da ist Seoul seit 1392 bis 1910 die Hauptstadt eines zentralistischen, schwachen, aber geeinten Staates gewesen. Also da gibt es 600 Jahre historischer Vorleistung. Das ist sprachlich homogen, religiös nicht, aber Religion ist keine
politisch saliente Konfliktlinie. Darauf konnte aufgebaut werden, darüber gibt es Konflikte, aber das schafft auch sowas wie eine soziale Kohäsion, die dann die Aufarbeitung von vergangenen Menschenrechtsverletzungen, etwa unter der Militärdiktatur 1980, doch durchaus auch fördert. Das Gegenstück dazu ist Indonesien, was ja eine Erfindung javanischer Nationalisten um 1910 bis 1930 gewesen ist. Und das Einzige, was Indonesien geschaffen hat, war die Verwaltungsstruktur von Holländisch-Ostindien. Und diese Idee, dass es Indonesien gibt, das ist eine Erfindung von Eliten, westlich gebildeten, teilweise auch traditionalen Eliten und führt natürlich zu Konflikten, etwa in der Vergangenheitsbewältigung. Aceh fehlt nie von acehnesischer Seite der Hinweis, dass Aceh erst 1912 überhaupt militärisch unterworfen wurde. Also gerade mal 30 Jahre großzügig gerechnet, irgendwie unter holländischer Verwaltung stand. Ja. Insofern, das kann ganz unterschiedlich werden. Das Gute, wenn man das erste Panel hat, ist, dass wir Fragen, die wir bekommen haben, an die weiteren Panels dieser Konferenz weiterleiten können. Zum Beispiel die Frage, würden Sie zustimmen, dass die Bedeutung der zentral- und osteuropäischen Transformation nach 89-91 und ihre Widersprüche für das westliche Europa mehr Aufmerksamkeit vor allem in der Bildung verdient? Das gilt auch für andere Regionen, die wir heute betrachtet haben. Frage, die wir jetzt nicht behandeln können, ist die Frage, welche Rolle spielte eigentlich feministische Politik? Welche Rolle spielte eigentlich Gender in diesen ganzen Prozessen? Das wäre auch nochmal ein spannendes Panel. Aber ich habe ja vorhin schon versprochen, zum Schluss, und wir wollen ja auch pünktlich in die Kaffeepause gehen, für all die, die uns seit 15 Uhr aufmerksam zugucken, also in den letzten 3-4 Minuten, würde ich doch gerne von Ihnen jetzt noch mal eine kurze Einschätzung hören. Ich habe schon angekündigt, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um all dieses, was da an Erfahrungen ist, gesellschaftlich aufzuarbeiten? Was ist da sofort das Thema? Was ist nach einer Generation? Was ist vielleicht nach 2 Generationen an der Tagesordnung? Wer möchte beginnen? Carola Lenz. Ja, das schließt ganz schön an das, was ich vorhin gesagt habe. Also ich glaube, der erste Gedanke ist wirklich, dass diese Erinnerungstopoi sich im Laufe der Geschichte sehr stark verändern und immer wieder neu gedacht und konfiguriert werden können. Und wir können an so einem Beispiel wie Namibia beobachten, dass es einen Generationenabstand braucht, damit bestimmte Menschenrechtsverbrechen der Struggle Generation oder der Struggle Eliten thematisiert werden können und bis heute noch nicht offiziell im nationalen Narrativ vorkommen dürfen. Also das Narrativ hat sich immer stärker erweitert, die Zivilistenrolle beim Übergang wird thematisiert, sehr viel mehr Gruppen, die einen Anteil hatten an der Befreiungsbewegung, kommen jetzt in den Blick, nicht nur die Kämpfer, aber bestimmte Gruppen der in Häkchen als Kollaborateure gebrandmarkten Bevölkerung bleiben ausgeschlossen und die, die von der Befreiungsbewegung selbst stigmatisiert, verfolgt, ermordet wurden, bleiben komplett ausgeblendet, auch 30 Jahre danach und 40 Jahre danach. Aber, und das ist mir jetzt nochmal wichtig, den Unterschied einzuziehen, da reden wir jetzt über die sozusagen von der Regierung organisierte, offizielle Erinnerungspolitik, die aber durchaus auch sehr breit verankert ist. Und wir reden natürlich nicht über die Erinnerungen, die in Familien stattfinden, die in alternativen Assoziationen stattfinden, wo es ja durchaus auch von den als Kollaborateuren gebrandmarkten Gruppierungen Versuche gibt, ihre Erinnerung wieder in das nationale Narrativ irgendwie auch einschreiben zu können. Also insofern sehr heterogene Erinnerungslandschaften, aber einen historischen Abstand braucht es und es braucht stabile politische Verhältnisse, damit einiges wieder angesprochen werden kann, was weggedrückt werden musste. Ich dränge ja nicht nur deswegen, weil ich Kaffee trinken möchte, sondern weil der nächste Technikcheck folgt. Deshalb auch ein kleiner Hinweis an Jan Eckel, der auch noch einmal direkt reagieren wollte. Der Chat ist ja zugänglich. Das heißt, da können alle anderen auch mitlesen für seine Bemerkung. Sabine Kurtenbach. Ja, vielen Dank. Ganz kurz nur. Also ich denke, zum einen würde ich mich Frau Lenz da anschließen. Zum anderen
ist der Zeitpunkt natürlich abhängig von den jeweiligen Machtverhältnissen. Eine Revolutionsregierung kann bestimmte Verbrechen dann in den Vordergrund rücken. Bei einem Pakt wird es schon etwas schwieriger. Ich denke, insgesamt hängt es auch ab von der Stärke und der Organisation von zivilgesellschaftlichen Gruppen, der Menschenrechtsorganisationen. Was Lateinamerika noch an sehr interessanter Erfahrung hat, ist, dass in den Ländern, wo es auf nationaler Ebene nicht möglich war, ist dann der Umweg über regionale Menschenrechtsinstrumente gegangen worden. Also der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat wenig Macht, aber so symbolisch und für die Narrative spielt eine ganz große Rolle, weil dort Fälle verhandelt werden und auch entschieden werden, die auf nationaler Ebene in den Machtverhältnissen und in den Institutionen hängen bleiben. Also von daher muss man auch hier nochmal den Blick weiten, nicht nur auf nationale Erinnerungsdiskurse, sondern auch die Rolle von regionalen, aber auch internationalen Prozessen. Also in Spanien hat zum Beispiel sowohl in Chile als auch in Guatemala eine ganz große Rolle gespielt durch die Anklagen von Pinochet beziehungsweise dem ehemaligen General Ríos Montt. Das hat dann zu nichts geführt, aber man darf die symbolische Ebene da überhaupt nicht geringschätzen. Frau Sasse, zwei Sätze, Herr Croissant, zwei Sätze. Ja, ich wollte mich kurz anschließen. Ich glaube, zusätzlich zu politischer Stabilität braucht es den wirklich demokratischen Kontext, um zu etwas zu gelangen, was wir eine Art Aufarbeitung nennen können. Ansonsten bleibt das sehr bruchstückhaft. Und was wir sehen, ist, dass die Opfer des Kommunismus, daran kann man relativ schnell anknüpfen in vielen Teilen Osteuropas, auch nicht überall. Aber dann, wie ich ja schon auch andeutete, unter dem Begriff der Unabhängigkeit und Unabhängigkeitsbewegungen, da wird dann auch einiges ausgeblendet oder es kommt sogar zu Gesetzgebungen, so die Ehre der Unabhängigkeitsbewegungen, die aber auch nicht immer nur unproblematisch sind. Also ich glaube, es braucht diesen demokratischen Kontext noch hinzu zu Stabilität. Und ideal, also es braucht den Abstand, den historischen Abstand und es bleibt, und das ist ja jetzt aber auch nicht nur in den Regionen, die wir heute besprochen haben, sondern ich würde mal sagen global und überall ein Thema, die Herausforderung, multiperspektivisch dort heranzugehen. Also es gibt jetzt aus Osteuropa auch positive Beispiele, wie ukrainisch-polnische HistorikerInnen zusammen sich gewissen Themen angenommen haben. Herr Croissant, das letzte Wort ist Ihnen. Zwei Punkte. Erstens, ich schließe mich allem, was die Kolleginnen gesagt haben, an. Zweitens möchte hinzufügen, dass Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung ja inkrementelle Prozesse sind. Wann der beste Zeitpunkt ist, hängt ab vom lokalen Kontext. Aber diese Prozesse sind nie abgeschlossen. Und unser Gespräch ist eigentlich auch nie abgeschlossen. Es muss hier an dieser Stelle nur enden. Ich danke Ihnen vielen recht herzlich. Wir machen jetzt die Pause. Um 18 Uhr sind wir wieder da. Danke.